Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, an meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die Ehrenpflaume. Ich habe keiner. Grüß dich, Kai. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ist mir ein absolutes Fest. Wir machen schon ein bisschen Unsinn den ganzen Tag. Mhm. Und natürlich, wenn ich einen Gast da habe und vor allem, wenn ich Kai da habe, und ich meine, jeder von euch kennt Kai Pflaume, ich glaube, ich brauche dich nicht. Gibt es noch Menschen, wo ich dich vorstellen müsste oder wo du vorgestellt wirst, dass man weiß, woher du kommst? Ja, vielleicht Menschen, die jetzt die letzten 30 Jahre im Ausland verbracht haben, die... Das könnte sein. Aus anderen Gründen keinen Zugang zu fließend Wasser, Strom etc. haben. Das ist richtig. Dann sag ich mal. Ich mache jetzt 27 Jahre Fernsehen. Also ich glaube, wenn man vielleicht auch nicht alle Sendungen gesehen hat, man hat vielleicht schon mal von mir gehört. Man hat von dir gehört. Also ich glaube, ich lasse dich ohne tiefergehende Vorstellung einfach hier neben mir sitzen. Und ich glaube, wir haben eine nette Zeit. Aber vor allem hast du ja, finde ich, ganz großartig einen, ich sage noch relativ frischen YouTube-Kanal. Mhm. Ehrenpflaume natürlich. Und der ist sehr unterhaltsam und großartig. Danke, ich freue mich, freu mich sehr, dass du den hast. Und natürlich, dass du mich angesprochen hast, ob wir nicht zusammen einen Tag verbringen. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber dann ist die Bedingung, dass du auch mit mir hier ein bisschen Spaß hast. Das war selbstverständlich. Und das war im Grunde genommen die Hoffnung, die ich hatte. Ne? Also ich wollte eigentlich nur mal mit dir in einem Video. Guck mal. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Kai diese Idee hatte und dann gesagt, jetzt setzen wir uns zusammen. Mhm. Und ich habe, das ist ein bisschen die eine geskriptete Sache von diesem Tag heute, als wir darüber gesprochen haben, was wir machen. Und da habe ich gesagt, komm, wir bauen was zusammen. Mhm. Und da habe ich dich natürlich gefragt, ob du irgendwas hast, ob du ein riesiger Indiana Jones Fan, Star Wars Fan bist oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann sagtest du mir, für dich ist die Müllabfuhr ein großes Thema, ein spannendes Thema. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Mhm. Und weswegen denn? Was ist denn deine Müllabfuhrverbindung? Naja, das war tatsächlich mein erster Berufswunsch. Also ich, da war ich noch ganz klein, 4, 5, 6 Jahre und ich wollte zur Müllabfuhr, weil ich so begeistert war von der Technik der Autos und auch wie die Müllmänner dann hinten beim Fahren auf dem Trittbrett stehen. Sehr cool. Und vielleicht so lässig noch einen Fuß daneben hängen lassen. Das fand ich toll und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das wäre was für mich. Und das ist mir so ein bisschen geblieben. Also ich bin auch heute noch fasziniert, wenn ich irgendwo die Müllabfuhr sehe, dann bleibe ich schon mal stehen und gucke mir das an. Glaube ich. Es sind auch, ich meine, die Autos sind cool, die Technik ist sehr cool. Was die da machen, wie sie halt auch alles handeln. Mhm. Und das finde ich, aber gut, für mich geht es ja auch mit Zementmischern weiter und mit Kehrmaschinen und den ganzen Geschichten. Aber ich erzähle auch hier immer den allen Zuschauern, dass wir mehr Sachen aus der Citywelt brauchen, die die Wirklichkeit darstellen. Das finde ich gut. Da läufst du bei mir wieder offene Tür. Ich kann dir noch eine lustige Geschichte zum Thema Müllabfuhr erzählen. Ich habe das große Glück gehabt, mal einen Tag mit der Hamburger Müllabfuhr unterwegs gewesen zu sein. Und wir waren da in St. Pauli, Reeperbahn und so. Das war die Tour, die wir gefahren sind. Und als wir nahezu fertig waren mit der Tour, stand ich auch hinten rechts. Ne? Draußen, also hier, drauf. Ja, draußen drauf. Ja, draußen drauf. Total stolz. Neben mir stand noch ein Kollege. Und wir standen an einer roten Ampel mit dem Müllauto. Mhm. Und an der Fußgängerampel stand ein relativ junges Pärchen. Und die Ampel schaltete auf grün. Das Müllauto fuhr los. Mhm. Und ich rollte dann dementsprechend relativ langsam da an dieser Fußgängerampel vorbei und stand dann so und habe die so ein bisschen angegrinst. Mhm. Ne? Und im Vorbeifahren höre ich noch, wie sie dann zu ihm sagt, ey, das war doch Kai Pflaume. Haben Sie dich erkannt? Ich sagte, alle kennen mich. Moment, komm doch. Das war doch Kai Pflaume. War der nicht früher mal beim Fernsehen? Der kleine, der bösartige, jetzt ist er bei der Müllabfuhr. Wobei super ist bei der Müllabfuhr, aber das ist natürlich krass, dass die dann, ja okay, denken, das ist deine neue Karriere. Ich hoffe, Sie haben irgendwie später gesehen, dass es nur ein Intermezzo war. Ja. Obwohl, ich muss sagen, die Zeit, also die Arbeitszeit, das wäre das Einzige, was, glaube ich, nicht so für mich so bis früh? Ja, schon so, die treffen sich um 4 und dann geht es um 5, fahren die ja im Grunde los, die sind ja dann um 11 schon wieder zurück. Ja. Ja gut, die müssen früher hören, ja klar. Wenn diese Müllautos, wenn diese vollen Müllautos dann entleert werden in der Müllsammelhalle, das ist auch nicht so ein Vergnügen. Ne? Weil der kippt das ja erst automatisch aus, aber dann fällt ja nicht alles raus hinten. Und du musst nochmal nacharbeiten. Da muss dann nochmal einer rein. Ne? Und das machen die ernsthaft manuell? Ja, damit am Besen. Ja, aber ich meine, das ist nicht so, dass das... Ja gut, ich kenne es, mein bester Freund arbeitet im Kfz-Bereich und die haben auch LKW und dann kommen die zum Service rein. Mhm. Das ist auch für den stabilen Magen dann in dem Moment. Ja, das ist eine. Aber dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir ein gemeinsames Thema haben. Und ich habe zwei Sets mitgebracht. Ich muss ja auch mal kurz, wir haben jetzt mal geplaudert, aber wir haben zwei Sets. Wir haben einmal die 7991 und wir haben die 60118. Genau. Das sind gebrauchte Sets.
Und selbstverständlich, ihr wisst ja, dass ich das eigentlich grundsätzlich so mache. Das ist von 2007er Müllauto aus gut 200 Teilen, damals für 15 Euro mit einer Minifigur. Und das ist ein Set aus 240 Teilen, etwas von 2016 mit zwei Minifiguren. Mhm. Und momentan, ich hätte euch auch gerne ein zeitgenössisches Müller-Vor-Auto gezeigt, aber es gibt keins. Ich weiß, bei Junius 4 Plus gibt es eins, aber das ist nicht ernst zu nehmen. Und das war damals die Abrissbaustelle, die es auch gab. Und das ist immer so ein bisschen die Umgebung. Und genau wie hier damals gab es noch bei City einen Hafen. Den zeige ich euch übrigens auch, den habe ich auch schon im Aufbau. Einen Sehr Hafen. Cool. Ich habe momentan, ich weiß nicht, ob du es ein bisschen mitbekommen hast, weiß nicht, deine Kinder sind dafür schon einen Zacken zu alt, aber von der Grundidee, City hat momentan eine Schwächephase, die haben keine schönen Produkte am Markt und ändern viele Dinge und deswegen habe ich der Community auch gesagt, ich kaufe jetzt sehr viel altes Lego und ich habe, ich zeige dir später noch meine neue Werkstatt, da habe ich sehr viel altes Lego stehen und das bereite ich momentan auf, so haben wir das auch mit denen gemacht, wir haben die zusammengeklaubt, dass die vollständig sind, ich hoffe auch wirklich, wir haben sie vervollständigt. Wir haben ein paar Teile hinter uns noch, um es aufzufüllen und wir bauen die auf, um einfach zu gucken, was es mal bei City gab und einfach nur um den Spielgedanken, den es ja mal damit gab, nochmal wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und deswegen hatte ich jetzt gerade hier die alte Feuerwehrstation hier stehen, da drüben die alte Polizeistation. Das sind auch Sachen so aus den letzten 15 Jahren, sag ich mal. Und das einfach... Fernsehstudio gibt es auch, ne? Es gab mal ein Fernsehstudio, genau. Also es gab wirklich Dinge, die da sind. Und mir fehlen ja auch die Häuser. Es gibt keine richtigen Häuser mehr, die man in die Stadt stellen kann. Und ich finde es ein bisschen traurig. Und deswegen laben wir uns an den alten Dingen. Und schön. Und vor allem, die gehen ja auch nicht kaputt. Du kannst gebrauchtes Lego... Es gibt ja viele, die sagen, ich kaufe nur neu, ich kaufe immer nur neu. Ja nicht oder so. Du kriegst sie doch kaum kaputt, die Dinger, auch wenn du dich bemühst. Und deswegen ist doch cool. Genau, in die zwei Druckverschlussbeutel. Links hast du noch die Sachen mit Aufklebern. Die haben wir separat natürlich gereinigt, weil wir haben die gewaschen, wie immer. Ihr wisst es, wir haben sie in ein Wäschenetz gepackt. Wir haben sie dann mit Flüssigwaschmittel bei hoher Umdrehung mit einem Handtuch noch dazu gewaschen. Und danach trocknet man die einfach und die Dinger kommen raus wie neu. Also was man vielleicht noch dazu sagen muss, weil das ist ja auch gerade ein großes Thema, wir haben uns ja beide vor dem Dreh direkt getestet. Weil wir hier, guck mal, das Hightech-Feature ist da, ja. Aber... Wir sind nicht wirklich so ein... 2 Meter? 1,50 Meter. Also wir sind, du bist 2 Meter groß, ich habe 1,90 Meter, aber vom Abstand... Nein. Wir sind gut, deswegen, dass du daran erinnerst. Ja, also macht euch keine Sorgen. Müsst ihr auch nichts in die Kommentare schreiben, wir sind getestet. Wir sind getestet. Ich werde versuchen, das technisch einzublenden, dass wir am Anfang einen kleinen Disclaimer haben, oder? Ja. Der das sagt, dass alles in Ordnung ist. Und wir sind auch sonst so. Und auch sonst alles bei uns eigentlich ganz normal. So, jetzt haben wir uns gedacht, wir sitzen hier. Das ist eigentlich, ihr kennt ja die Sachen, das sind eigentlich bei City ist es ja immer... ist es ja mal zweigeteilt, damit man sieht, damit man es portionieren kann. Wir haben jetzt ein bisschen die erhöhte Schwierigkeit, dass alles auf einem Haufen ist. Aber da es nur 200 Teile sind, habe ich gedacht, wir werden es schaffen, oder? Das ist jetzt ja auch kein Battle. Es geht ja nicht darum, wer sein Müllauto das erste fertig hat. Auf keinen Fall, das sage ich auch immer. Oder doch! Ich werde ganz oft gefragt, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Wie lange, vor allem ein großes Modell, was weiß ich, die großen, die da hinter dir oben steht. Wie lange hast du da gebraucht? Ich habe es in 8 Stunden geschafft. Dann denke ich mir aber, ja, aber genieße es doch. Also lass dir doch Zeit, nimm doch das doch... Ich mache das ja, um abzuschalten. Das ist ja ganz wichtig. Um abzunehmen. Dafür ist Lego, glaube ich, nicht so wahnsinnig geeignet. Aber boah, wenn das rauskommt, das wäre ein Push. Das wäre, damit würden sie... Mit Lego abnehmen. Genau, damit würden sie wirklich kommen. Wann hast du das letzte Mal Lego gebaut? Ist nicht so lange her. Ich habe auf meinem Schreibtisch auch so eine kleine Lego-Figurensammlung stehen. Ich habe ja, das ist schon ein bisschen her, bei Sat.1 die große Lego-Show, sogar zweimal die große Lego-Show moderiert. Ja. Habe also durchaus eine hohe Affinität auch zu dem Thema und finde das sehr spannend. Also es ist auch, ist was Kreatives und... Ist das beste Spielzeug? Ja, total. So, ich muss mal gucken, dass ich hier nicht mehr... Also natürlich habe ich das Heft 2 zuerst in der Hand gehabt, aber ich fange jetzt damit an. Das sind schon, ich bin mir ganz sicher... Du kommst souverän durch das anspruchsvolle ab 5 Bauset durch. Mhm. Aber ich freue mich ja vor allem so kleine Autochen. Ich weiß ja nicht, macht das doch bitte auch. Nehmt die kleinen Sachen. Kauft irgendwie eine wilde Kiste Lego City. Das macht für mich immer noch am allermeisten Spaß. Man wuschelt sich so ein bisschen durch. Ihr könnt ja auch dann kreativ irgendwas bauen, wenn ihr Lust drauf habt. Die Schaufel nicht. Oder man geht nach Anleitung. Ah, hier ist der Besen. Genau, Besen. Und du brauchst die Dark Bluish Grey Schaufel. Da, guck mal, da guckt sie dich an. Ja, siehst du, du hast das geschulte Auge. Eine kleine. Ja, hin und wieder, es ist ja bei mir beruflich bedingt, umgebe ich mich mit vielen Teilen. Und dann tatsächlich geht es irgendwann ein bisschen schneller. Das merke ich, wenn ich von anderen Herstellern Teile aufbaue.
die sehen zum Beispiel von unten anders aus. Und wenn ich nach einem gewissen Lego-Teil suche, weiß ich, wie es von der Rückseite aussieht, weil ich schon so viele davon in der Hand hatte. Mhm. Und dann, wenn ich von einem anderen Hersteller die Teile hier liegen habe, verwirren die mich von der Rückseite. Aha. Hast du schon mal was von dem alten DDR-Lego aufgebaut? Ja, habe ich. Ja? Tatsächlich, habe ich schon aufgebaut. Ist jetzt... mir wurden so ein, zwei Sets gegeben. Das war jetzt wieder, ich bekomme ja sehr viel Besuch in meinem Laden. Mhm. Oder habe ich bekommen. Und da werden mir natürlich immer mal irgendwelche Fundstücke mitgebracht in irgendeiner Form. Und da war auch das alte DDR-Lego dabei. Damit bin ich ja quasi aufgewachsen. Ne? Denn, ich hatte so in den ersten Jahren meines, oder in den ersten Kinderjahren meines Lebens jetzt keinen Zugang zu dem richtigen Lego. Und das DDR-Lego hatte so einen großen Nachteil. Die hielten entweder nicht richtig die Steine oder du hast sie nicht draufgekriegt aufeinander. Ne? Ja. Also ja. Da war das Qualitätsmanagement noch mangelhaft. Das ist auch, die Formen hatten halt ein bisschen mehr Spiel. Das hatte ich am Anfang auch mit den Alternativprodukten bei Lego. War das auch so? Die werden extrem schnell sehr, sehr gut aktuell, aber trotzdem gibt es da auch immer noch mal Schwankungen. Das ist definitiv so. Also deswegen ist mir das damals auch bei dem DDR-Lego ist mir aufgefallen, da mittlerweile würde ich wahrscheinlich sagen, das ist so wie in den frühen Stadien von den neuen Anbietern aktuell. Ja. Also absolut nachvollziehbare Fehler, sagen wir mal, die da passiert sind. Warst du denn schon mal in Billund? Nein. Hm? Nein, war ich noch nicht. Das ist, ich bin ja kein Fan-Kanal, sondern ein Händler-Kanal. Ja, diese Fan-Communities, die reisen da auch mal gemeinsam hin oder die haben da mal eine Führung oder werden mal eingeladen oder irgendwas in die Richtung. Und da bist du als Händler einfach nicht dabei. Also das ist eine andere Gruppe. Warst du schon mal in einem Legoland? Ja, das habe ich schon mal. Das habe ich jetzt schon mal geschafft. Das in Günzburg oder das in? Aber Günzburg, aber tatsächlich aus Händlersicht. Also ich habe mir nicht den Tag genommen und bin da durchgewandert einfach, sondern war da. Da ist dort Modelle für mich zu kaufen gab. Da hatte ich sonst keinen Zugriff als Händler. Okay. Weißt du bekommst als Händler ein sehr eingeschränktes Sortiment nur, was du bei dir verkaufen kannst. Mhm. Und dort im Legoland konnte ich zu einem guten Preis auch andere Artikel besorgen, die eigentlich nicht in meine Finger kommen sollten. Okay. Ach, du kannst als Händler nicht alles einkaufen, was nein. es im Sortiment gibt? Oh, bei weitem nicht. Okay. Bei weitem nicht. Nein. Warum ist das so? Das ist eine sehr gute Frage, Entschuldige, die sehr wichtig auch ist, dass als normaler Händler, und ich bin nicht mal ein freier Händler gewesen, ich war sogar ein Fachhändler, also ich habe Zugang über einen Fachverband gehabt, bekommst du nur ein sehr eingeschränktes und relativ schwaches Sortiment. Das gute Sortiment bekommt der Kaufhof und der Toys R Us und das gesamte Vollsortiment haben nur die Lego-Läden selbst. Ah, okay. Und das ist eine Vertriebsstrategie, die meiner Meinung nach auch nicht wirklich aufgeht, aber es ist die angewandt wird, zumindest in der Dachregion. In Holland sieht es schon wieder anders aus, aber bei uns hier... Dach ist Deutschland. Deutschland ist Österreich, Schweiz. Das muss man vielleicht dem einen oder anderen erklären. Das ist richtig, danke dir. Das ist eine Schwierigkeit. Wir bekommen quasi nur das, was in diesem Katalog hier ist. Also guck, das ist hier dieser Lego-Katalog. Und da ist nur das Basissortiment drin. Also so ein paar City-Sachen, aber auch nicht alle City-Sachen. Okay. Und nur das, was in dem Katalog ist, das kann man als Händler bestellen. Und gibt es irgendwo, ich sag mal, einen Graumarkt, wo du dir über Umwege dass du dir über den Lego-Kanal in Polen Sets besorgst, die du dann weiter, aber dann, das darfst du dann nicht als offizieller Händler. Also genau, also ich war ja sowieso, man wird ja nicht von Lego legitimiert in irgendeiner Form, sondern man verkauft einfach, weil man... Ah, man kann nicht zertifizierter Fachhändler werden. Also es wurde mir nie angeboten, ich war ein exklusiver Lego-Laden, ich hatte ausschließlich nur Lego. Mhm. Also ich glaube, mehr Fachhändler ging nicht als das, was ich gemacht habe. Aber auch dann hast du keinen Zugriff zu irgendwie speziellen Produkten in irgendeiner Form. Da passiert gar nichts. Mhm. Was ich gemacht habe, weil das Spielwaren-Business ja jetzt keins ist, vor allem das Offline-Business, was besonders margenstark wäre und besonders gut läuft. Die meisten haben Probleme, vor allem wenn es ältere Läden sind, die sehr viele Angestellte noch haben, vielleicht auch ältere Angestellte, die ein hohes Gehaltsniveau haben. Und darf ich dir etwas helfen? Ich suche eigentlich hier den schwarzen Knopf, weil das ist nicht der graue, oder? Nee, das ist der graue. Für hier oben drauf ist keiner. Das ist nur die Reflexion. Das ist so. Ah, okay. Das soll tatsächlich sein. Das ist übrigens ein tolles Teil, dieses TransClear, diese Flasche. Das ist ein besonderes Teil, sagen wir mal. Ist auch ein relativ teures Teil, wenn man das so sagen mag. Oder du kannst zum Präsentieren auch... Ja, genau, sieht man schon. Es ist eine TransClear-Flasche, die ist normalerweise eher in grün am Markt. Mhm. Aber in TransClear liegt so ein Fläschchen dann so bei 50, 60 Cent.
Wow. Und das ist in der Lego-Welt. In der Herstellung oder im Verkauf? In der Herstellung würde ich sagen, ist es bei einem Bruchteil von Promille eine Cent. Aber ja, im Verkauf jetzt so am freien Markt, also auf den Teilebörsen, liegt die dann so bei 50, 60 Cent. Warum ist die denn so? Sie ist begehrt, vor allem bei den Erwachsenen und aber auch bei den kleineren Kindern, wenn die zum Beispiel ein Haus anrichten wollen, eine Küche, dann wollen die mal 5 Stück davon hinstellen. Ah, okay. Oder du hast einen Mock mit einer tollen, mit einer Zauberküche und dann brauchst du ganz viele von irgendwelchen Ampullen und solchen Sachen. Und dann natürlich auch solche Flaschen, weil es cool aussieht. Für einen Kaufladen sozusagen. Für einen Kaufladen, richtig. Und das sind einfach dann spezielle Teile. Danach übrigens, schön, dass du fragst, richtet sich extrem viel im Zweitmarkt bei Lego. Was kann man Tolles daraus machen? Da geht es gar nicht darum, wie teuer war das Teil oder wie aufwendig ist das Teil in der Herstellung oder sonst irgendwas, sondern es geht nur darum, was kann ich Cooles später daraus machen? Ja, und es gibt ja, ich habe ja auch einige davon kennengelernt, diese Lego-Bauer, also diese Kreativbauer, ne? Also die wirklich dann einfach so eine Kiste mit Steinen und allen möglichen Teilen da haben, und denen man dann sagt, wir brauchen jetzt ein, keine Ahnung, XY. Dann legen die los. Das habe ich damals eben speziell auch zur Lego-Show erleben dürfen, wo dann eine ganze Lego-City, also wirklich eine riesige Stadt gebaut wurde mit allen möglichen Sachen, die es eben so auch nicht als Set gab. Ja, aber das ist doch das Coole eigentlich. Darum geht es doch bei dem ganzen Lego-Thema. Und ich finde es absolut faszinierend, weil es überhaupt nicht meiner Stärke entspricht. Mhm. Also gar nicht. Also du bist überhaupt kein Kreativbauer? Ich war es als Kind, mit Sicherheit habe ich da Sachen gemacht, aber ich habe es dann irgendwann in den dunklen Jahren, wie man ja sagt, diese Dark Ages, wenn man halt nichts mit Lego zu tun hat, diese 20 Jahre, da habe ich das wohl komplett verlernt. Ich habe es irgendwie von 10 bis 30 mit Lego keine wirkliche Verbindung gehabt. Und wie, warum nicht? Ich habe mich irgendwie für Sport und Mädels interessiert, ganz massiv. Was bist du für ein Freak? Ich bin ein komischer Typ, was soll ich sagen? Ich war abgelenkt. Aber wie hast du dann zu Lego zurückgefunden? Das ist ja die nächste Frage. Das ist die ganz wichtige. Es lief mit dem Sport und den Mädels nicht. Du kennst mich, dann kennen wir uns doch überhaupt nicht. Du bist komplett durchschaut. Ich habe eine neue Karriere, ich brauchte einen Neuanfang. Es war nichts mehr für mich drin. Ich brauchte aber tatsächlich einen Neuanfang. Ich wollte wieder irgendwas Sinnvolles tun. Und ich wollte vor allem, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, das war für mich der ganz wichtige Punkt, wollte ich was Nettes machen. Und ich wollte einen Laden haben. Ich wollte einen Kaufmannsladen haben. Also wie mit den Flaschen. Ich wollte einen Kaufmannsladen haben. Einen echten Kaufmannsladen, wo man reingehen kann, kann man aufmachen und so. Den sperrt man so ein bisschen. Ich weiß nicht, mich hat es immer sehr fasziniert, einen Laden zu haben. Und ich wollte aber ein Produkt haben, das gute Laune verbindet. Was denn? Nee, eins habe ich es gerade. Ich hatte gerade, mir fehlt eine Achse. Ist gut möglich. Wie gesagt, wir haben es von Hand sortiert, da kann alles Mögliche fehlen. Ich wollte ein Produkt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch eine andere Idee, dann ist es mein neuer Laden, den ich dann aufmache. Ich wollte ein Produkt haben, mit dem man praktisch nur eine positive Assoziation hat. Sneaker. Ist Sneakerladen ohne Faxen, hatte ich mit einer Freundin drüber nachgedacht, ob das einen Sneakerladen gibt. Das Problem ist, ich mag ja auch Sneaker, wie du weißt. Ich hatte Angst vor dem Schlechtwerden im Lager sozusagen. Ich weiß, dass es Sammler-Sneaker gibt und sowas, aber ich hatte Angst davor, dass dass die Modebranche, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, saisongetrieben ist. Und davor hatte ich Angst. Naja, und dann kommt ja dazu, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei den Lego-Sachen. Du kriegst ja auch nicht alles. Ja, oh Gott, ja gut. Und da hast du recht. Fängt ja schon mal damit an, in welcher Stadt du deinen Laden hast. Echt? Ja, weil zum Beispiel Key City, wie das dann der Fachsprache heißt, ist halt nur Berlin. Echt? Das heißt, es gibt bestimmte Modelle, die gibt es dann nur in Berlin. Wenn du deinen Laden in Berlin gemeldet hast, kannst du sie bestellen, wenn du in Frankfurt sitzt. Ja, und dann musst du aber noch zum Beispiel Konsortiumhändler sein, um die ganz feinen Sachen zu kriegen. Ja, und das sind dann in der Tat nur ganz, ganz wenige. Okay, das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, also das heißt, auch da den Zugriff auf die gerade sehr raren, besonderen Modelle zu kriegen, ist dann schon auch schwieriger. Okay, das ist leid. Wieso kennst du dich da aus? Naja, ich habe ja auch ein bisschen was mit Sneakern zu tun. Und heute mehr als früher, ne? Denn genauso wie ich ja mit DDR-Lego groß geworden bin, hatte ich auch sneakermäßig ein eingeschränktes Angebot. War schwierig Aber das habe ich später dann ausgelebt. Oh, ich habe als Jugendlicher in Leipzig ein paar Adidas-Schuhe gehabt, High-Top so der klassische weiße mit den schwarzen Streifen. Intershop oder Verwandte? Oder? Nee, die gab es tatsächlich über den DDR-Sportfachhandel, aber in einer ganz, ganz geringen Stückzahl. Okay. Und die sind natürlich nie offiziell irgendwo im Laden angekommen, weil man das alles mit Beziehungen schon vorher abgearbeitet hatte. Ja.
und das Pro Model, so hieß der. Ja. Und das weiß ich, da habe ich 5 Tage im Voraus das Wetter gecheckt. Und wenn es nur eine Regenwolke 0,1% Chance auf Regen gab, dann habe ich die natürlich nicht angezogen. Hast du sie noch? Nee, die habe ich leider nicht mehr. Aber ich habe ein paar andere inzwischen. Ich habe das ein oder andere kompensiert. Okay, also du bist dann auch dafür verantwortlich, wie bei Lego ja auch, ganz viele Erwachsene, die jetzt ihre Träume nachleben und deswegen die Preise für das alte Zeug ins Absurde treiben, oder? Da muss man dazu sagen, ich bin kein Sammler. Also wirklich jedes Paar Sneaker, was ich habe, ziehe ich auch an. Mhm. Ne? Also ich habe nichts im Regal stehen. Ja. Und ich bin ganz, ganz selten so am Resell-Markt. Also da muss viel passieren, dass ich mir irgendwie für mehr als Retail irgendwie ein paar Schuhe kaufe. Nee, das kommt, es ist wirklich, in wenigen Fällen ist es vorgekommen, aber eher selten. Also, das ist doch immerhin gut. Ich versuche das ja auch. Ich bin ja auch kein Sammler, ich bin ein Händler in mir. Ich möchte meine Schuhe aber nicht verkaufen, aber mein Thema ist, ich bin recht große Füße. Das ist kein Vorteil. Das ist überhaupt kein Vorteil. Und mein Problem ist, wenn ich dann ein paar Schuhe finde, ich habe zum Beispiel die Internationalists, die trage ich ganz gerne. Ich habe mir davon 8 Paar gekauft in verschiedenen Farben, weil du weißt nie, wann deine Größe wieder am Markt ist und dann nehmen sie das Schuhmodell weg. Und ich bin so froh, dass ich mal eins gefunden habe, was mir passt. Mhm. Und dann kaufe ich davon halt und dann, wie du hier im Regal gesehen hast, bolze ich die da alle rein. Und die sind zwar jetzt Regalschuhe, aber die warten einfach nur drauf, dass die vorher da sind, dass die dann rankommen und dann... Was soll ich da machen? Weißt du, ich stehe dann da und kriege keine Schuhe. Ich bin immer der weint im Schuhladen. Und das ist natürlich genau das Ding. Umso, kleiner die Stückzahl, also umso seltener der Schuh, umso weniger werden auch die großen Größen. Genau, das ist natürlich. Es gibt bestimmte Schuhe, die gibt es gar nicht in diesen großen Größen. Also da kannst du machen, was du willst. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Es begleitet mich mein ganzes Leben. Und ich finde es sehr unschön. Und dann finde ich es gemein, dann geht dann jemand mit mir mit Schuhgröße 43, 44 mit einkaufen, findet ungefähr 800 Schuhe, die er gut findet. Und mir werden so 2 alte Latschen da gezeigt. Ja, so 43, 44 ist schon auch eine sehr gängige Größe. Ne? Und dann ist dann wieder ausverkauft, oder bei zu viele kaufen. Was ist denn gut, 46? Ja, ich habe es also in den Sneakergrößen, ich habe 46 2/3. Ja. Das geht gerade noch so. Mhm. Aber eigentlich, ich sag mal so, ich glaube, so die gängigste ist tatsächlich so 45, also 44, 45. Ich glaube, das ist auch die Größe, wo es das meiste Angebot und auch in der Stückzahl dann die meisten gibt. Okay. Ich finde keinen grauen Sechser, der hier abgebildet ist. Sag mir dazu, ich glaube, das wird der Trick sein, es wird ein weißer sein. Ah. Ja, das... Du kommst also ganz scharf... Nur, dass ihr nicht denkt, ich bin ganz doof, ne? Nee, das du musst... Also hier oben sieht der hellgrau aus. Du musst immer unten über den Kontrast gehen im gebauten... Der sieht auch unten hellgrau aus. Du kannst da nur rückwärts denken und sagen, das ist schlimmes Schwarz-Dunkelgrau auch. Ja. Und dann, ich verbaue mich sehr gerne bei alten Sets, die du als alte, gescannte PDF-Anleitungen nutzt. Ja, gut, klar, wo die Farben nicht erkennst. Katastrophal, da geht gar nichts. Aber das macht nichts, der Plan ist ja, ich habe das Set ja auseinandergepfuscht und aufgefüllt und zusammengesetzt. Das heißt, ich sitze neben dir, wenn wir uns zu zweit in den Händen nehmen, habe ich gute Chancen und Hoffnung, dass wir durchkommen hier durch die ganze Geschichte. Schaffe ich das. Oder? Und es soll ja auch nicht, ich habe ja gedacht, wir machen hier mal so ein kleines Set. Ich sitze ja manchmal mit Steff und wir bauen zusammen was. Das haben wir dann ja als Live-Video dann meistens gemacht. Guck mal, vielleicht mal für die Jungs... Für die Jungs, die jetzt so zugucken und die sie gerade so in den dunklen Jahren sind und sich trotzdem auf deinen Kanal verirrt haben. Ne? Wie sexy ist Lego für Mädchen? Also wenn Jungs, die Lego bauen, zieht das bei Mädchen? Also bei Frauen? Es war jetzt, ich glaube nicht, dass das mein bestes Argument bei Steffi war. Nee. Glaube ich nicht unbedingt. Also es gibt natürlich weibliche Lego-Fans. Ich zeig dir mal meine Lego-Sets. Aber alle. Ja. Wer braucht eine Briefmarkensammlung? Ich wollte gerade sagen, das geht aber in die Richtung und ich bin mir nicht... Also ich weiß nicht, sag mir doch mal, wie erfolgreich seid ihr damit, wenn ihr das mal so ankündigt mal so und sagt, komm, die ganze Lego-Sammlung. Und dann hat man die vielleicht noch im Keller oder so. Das klingt halt dann wirklich irgendwann creepy, oder? Also da bin ich nicht sicher, ob das gut ist. Also mit dem Keller, da wäre ich auch vorsichtig. Ja, in meinem fensterlosen Van habe ich alle meine Legos. Und bei Leuten, die Lego im Schlafzimmer haben, wäre ich auch vorsichtig. Das kann dekorativ sein. Also wenn ihr Lego in eurem Schlafzimmer habt, ist das völlig in Ordnung für euch. Ich habe es ja tatsächlich... Ich habe jemanden kennengelernt, das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Dann hört dich keiner. Ist gut, weil wir haben die Mikros hier, da hört man nichts. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der aus Lego auch Sexspielzeug bastelt. Wurde mir mal ein Buch gegeben. Ja, da
Der hat ja so eine Bauanleitung dazu. Der Bauanleitung, ja, das davon habe ich gehört. War bei mir in der Sendung, war aber kaum zu glauben zu Gast. Ah ja, ja, es ist auch kaum zu glauben. Auch sogar Handschellen und sowas. Also sowas, Handschellen aus Lego. Okay, also das interessantere Zeug. Und, auch ein Stiletto, also so einen richtigen. Ja, aus Stiletto. Technik dann gebaut? Ja, mit aber alles drin, aber alles verbaut. Das müsst ihr selber rausfinden. Das googelt aber bitte nur, wenn ihr volljährig seid, ansonsten könnte das verstörend wirken, möglicherweise. Genau. Ich wäre da vorsichtig. Und ich kann auch nicht garantieren, was ihr zukünftig für Werbung zugespielt kriegt, wenn ihr das jetzt googelt. Ihr geht auf jeden Fall in einen anonymen Browser, benutzt einen VPN, versucht nicht nachvollziehbar zu sein, in irgendeiner Form. Und wir waren es nicht übrigens. Und egal wie, löscht den Verlauf. Oh ja, löscht den Verlauf. Nee, das ist besser. Nee, aber ich glaube, also die Sache ist, ich habe ja natürlich bei mir in der Firma, als ich noch gearbeitet habe, habe dann angefangen. Hast du noch richtig gearbeitet? Als ich noch einen richtigen Job hatte, nicht hier so komisch Zeug, habe ich dann angefangen, Lego zu bauen. Und also nicht dort natürlich, aber ich habe es gekauft, das haben sie mitgekriegt und ich habe dann erzählt, was ich am Wochenende gemacht habe. Und ich hatte ja schon immer ein aufregendes Leben, aber als ich dann anfing zu sagen, ich habe jetzt am Wochenende Lego gebaut, haben sie sich gesorgt um mich. Und dann habe ich gesagt, ist überhaupt nicht, das ist großartig. Das ist super entspannt. Man vergisst ein bisschen den Tag oder man kann einfach mal abschalten, wenn irgendwie was nicht gelaufen ist, keine Ahnung, irgendwas. Und das dann, wenn ich die Chance hatte und die Leute nicht schreiend weggerannt sind, konnte ich erklären, warum das gut ist. Ja, aber die Chance muss man halt kriegen. Ne? Die Chance muss man kriegen, aber ich rede laut und ich bin schnell, das heißt, ich bin hinterher. Das ist gut. Sie mussten es sich anhören und dann ging das. Und dann ist auch die andere Sache, ich hatte ja natürlich Leute um mich herum, die Kinder hatten. Und die waren ja dann natürlich von zu Hause damit, sagen wir mal, konfrontiert, dass es Lego wieder gibt. Und sehr häufig haben dann die Eltern gesagt, ja, ich habe auch was noch für mich mitgekauft. Also genau, das Kind, der die Polizeiware kriegt, ich habe noch den Überwachungstruck für mich gekauft. Genau, das kommt ja dann dazu. Ne? Das ist automatisch natürlich so. Und das hat ja auch eine Faszination. Und deswegen, glaube ich, hat Lego ja auch so eine große Community, weil am Ende jeder hat eine Kindheitserinnerung dran. Und absolut. Auch für einen erwachsenen Mann ist das durchaus sehr befriedigend, wenn man am Ende das Set aufgebaut hat. Hundertprozentig. Und ich denke, es ist ja auch dieser Baumeister in uns, der stirbt ja auch nicht. Also wir Männer kommen davon ja nicht weg, ob das jetzt die Modelleisenbahn ist oder ob das ein Modellbau ist oder ob das Lego ist, ist ja vollkommen egal. Und ich meine, wie cool ist das, dass man am Ende einen Müllerster hat? Ja. Also, da geht doch gar nichts drüber. Und liebe Kinder, baut was Gescheites. Das ist ganz wichtig. Baut nicht immer nur das Lizenzzeug. Das ist das, was mich so traurig macht, weißt du, wenn ich immer nur sehe, dass immer nur Lizenzzeug gebaut wird, weil da ist ja das Problem, das darfst du ja nicht verändern. Das darfst du ja auf keinen Fall verändern, weil wenn du das Lizenzmodell anders baust, dann erkennt man es ja nicht mehr. Das stimmt. Ja, und dann ist doch der ganze Spaß weg. Da gibt es wenig Flexibilität, das stimmt. Und das finde ich, ich finde es traurig, ich mag das nicht. Und eigentlich habe ich an Lego ja sehr, sehr viel Spaß. Aber wenn ihr mal was ganz Kreatives bauen wollt, könnt ihr ja vielleicht mal eine Ehrenpflaume aus Lego bauen. Da würde ich mich freuen. Zeig doch mal deine Ehrenpflaume. Hier, ich habe extra mal hier, das ist das Logo, das ist das Ehrenpflaume-Logo. Das, tu mal, das kriegt er hin. Vielleicht als Mosaik haben wir doch überlegt. Also das könnte man als Mosaik, da kann man es ja quasi einfach hier, ich habe mal hier diese, als Pixel, ne, kann man das ja so, das ist, wäre hier die Farbe, wie heißt die Farbe? Das ist Dark Purple 1x1 Round Plate. Mhm. Also da könnte man das ja quasi aus Pixeln zusammensetzen. Oder kleine Fliesen, Runde oder sowas. Oder wenn ihr es ganz verrückt wollt, wenn es eskaliert, dann macht ihr einfach eine 3D-Pflaume. Eine 3D-Pflaume. Ja. Ich hänge das mal hier hinten hin, dann sieht man das. Das genau, kannst du hier draufkleben? Oder da natürlich an das Ding, ja genau. So. Großartig. Das müsste natürlich vom Maßstab her abgefahren sein, dass man das auch alles hinbekommt. Das wird schon eine Pflaume. Ja. Ja, ich bin sehr dafür. Ja. Also, ich bin sehr gespannt. Schickt mir Fotos davon auf jeden Fall. Ne? Also Das können wir doch bei Instagram machen und verlinken und Zeug. Das wird großartig. Und Kai hatte mich gefragt, ob ich nicht vielleicht so, also kann ich, und dann, Steff hat lange und laut gelacht, als ich das ausgerichtet habe, dass ich da etwas Kreatives leisten sollte. Und dann, sie kennt mich ja genug und weiß genau Bescheid, dass ich, wenn die Anleitung auch nur kurz außer Sichtweite ist, ich vollkommen aufgeschmissen und verloren bin. Aber es würde mich freuen, ich weiß, ihr schickt mir ja wahnsinnig viele Sachen, Bilder davon. Ich fände es toll, wenn da ihr was Kreatives machen könntet. Und du hättest sehr viel Freude dran. Das wäre super, da würde ich mich mega freuen.
Es wird ein Ehrenplatz. Ein Ehrenplatz. Oh mein, das ist. Wir gehen aber auch mit allen mit. Du freust dich über sowas, gell? Das ist ja, wenn ich dich da sehe und du deine Sachen erzählst und du hast ja auch ein bisschen das Vokabular mitgenommen, gell? Du kannst jetzt auch so Sachen mit, dass du etwas fühlst zum Beispiel oder so. Das habe ich schon von dir gehört. Also, ja, das ja. Fühle ich. Fühlst also, du das Auto? Ja, aber jetzt mal unter uns. Ich habe auch schon vor YouTube was gefühlt. Da habe ich nur noch nicht so oft drüber geredet. Das, ja, aber ich finde das super. Also ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. und ich mache mich auch nicht lustig drüber. Nein. Warum auch? Richtig. Nein, das ist doch. Das wäre ja unsinnig. Das wäre unsinnig. Das würde keinen Spaß machen. Und deswegen, ich find's auf jeden Fall schön, dass wir hier... Das ist ganz wichtig, dass man an dem, was man tut oder auch was man sagt, selber Spaß hat. Denn... muss man, Entschuldige. Ja, guck mal, das ist ja eine allen bekannte Situation, wenn man einen Witz erzählt, den man selber nicht lustig findet, dann kann das nicht gut werden. Nee, das kann überhaupt nicht gut werden. Das war das, was ich gerade anfangen wollte auch, dass ich freue mich einfach, dass wir hier sitzen und zusammen bauen können. Ich habe da tatsächlich Spaß dran. Also es ist kein, es ist ja auch so, wenn man seinen Job mag, arbeitet man keinen Tag im Leben. Irgendwie so, diese Richtung gibt es ja auch. Und ich finde das tatsächlich, auch wenn es sehr zeitaufwendig ist und man sehr viel investiert und vielleicht auch müde ist, hat man trotzdem aber den ganzen Tag Spaß gehabt. Und das, was du jetzt hier als Arbeit bezeichnest, ne, da würden andere Leute sagen, okay, das mache ich, wenn ich Urlaub habe. Ja, also von daher. Und freuen sich da mal drauf. Es verändert sich ein ganz klein wenig in der Wahrnehmung, wenn man weiß, man muss auf jeden Fall. Wurscht, wie gerade die Stimmung ist. Aber ich muss immer noch sagen, es gibt andere Jobs, da muss man auch, egal wie die Stimmung ist, in diesem Wesen nicht schlimmer. Oder auch verantwortungsvoller. Oder auch mal verantwortungsvoller. Das kann geht in alle Richtungen. Und ich bin sehr, sehr happy mit meiner Berufswahl, muss ich sagen. Und du doch mit deiner. Was schreibst denn du, wenn du jetzt irgendwo deinen Beruf angeben musst? Was schreibst du dann da rein? Einzelhändler eigentlich habe ich immer, aber es wurde jetzt gesagt, dass ich sollte das ja anpassen an meine tatsächliche Hauptbeschäftigung und das ist jetzt Webvideoproduzent. Ja, das ist mein... Hast du das auch? Nein, das ist ja nicht... Also, nein, das ist nicht dein Haupt, aber hast du das auch in deiner Auflistung drinstehen, wenn du sagst, Riesenstar, Star, TV-Star und dann sagst du Webvideoproduzent, Ehrenpflaume, irgendwo da in dem... Nein, ich glaube nicht. Ich google mich tatsächlich so selten selber. Ich habe mir auch lange meinen eigenen Wikipedia-Eintrag nicht angeschaut. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht irgendeiner da eingetragen hat. Ja, also du müsstest doch irgendwo... Wahrscheinlich ja. Oder? Ich finde aber den Namen so lustig. Web-Videoproduzent. Ja gut, ich habe am Anfang, als ich mir Wohnung angeguckt habe, fragen die Makler dich ja, was machst du? Und da habe ich gesagt, Videoproduzent. Und dann meinten die dann Erwachsenenfilme. Und die denken dann bei Videoproduzent sofort an was sehr Schmuddeliges. Und deswegen habe ich gedacht, Web-Videoproduzent. Ja, aber warum sagt man nicht einfach, du könntest ja YouTuber sagen. Ja, YouTuber geht aber mehr in die Influencer-Richtung, finde ich. Gefühlt, kann falsch sein. Aber das ist für mich ein Influencer dann eher als, ist falsch mit Sicherheit, aber es ist in meinem Kopf so. Aber schau mal, du, so wie du jetzt davon redest, ne, klingt das ja so, als ob Influencer etwas nicht Ehrbares ist. Nein, es ist noch was anderes, es ist nicht das, was ich mache. Deswegen, das stimmt. Wobei du ja Leute auch influenzt. Es ist immer eine Definition, da bist du völlig, ist eine Definitionsfrage, aber ich... Ich habe jetzt festgestellt, ich gehe ja sehr viel laufen. Ja, habe ich gesehen, du bist sportlich. Sehr viel laufen ist jetzt auch übertrieben. Ich laufe zweimal die Woche. Ich laufe gerne, Also du machst jeden Tag eine Stunde Sport, habe ich gehört. Ja, aktuell mache ich relativ viel Sport, aber das ist eine andere Geschichte, kann ich gleich noch erzählen. Aber was ich zum Laufen sagen wollte, was toll ist, und das ist ja völlig produktunabhängig, dass ich von ganz vielen Leuten Nachrichten kriege, die dann sagen, ey, ich gucke mal deine Storys und so und habe gesehen, du läufst und das hat mich motiviert, auch zu laufen. Ich habe jetzt auch wieder mit dem Laufen angefangen. Okay, dann bist du auch ein Influencer auf der Ecke. Influencer. Ja gut, das ist richtig. Das ist ja so das Influencing im ganz positiven Sinne. Ne? Also wenn man Leute zur Bewegung animiert, ist das doch grandios. Das 100% bin ich absolut bei dir, aber du würdest dich doch nicht als Influencer beschreiben. Nein, weil ich bin Fernsehmoderator. Ne? Das ist ja mein Hauptberuf und dann alles andere mache ich natürlich drumherum und nebenbei. Aber ich bin im Grunde, ich würde sagen, ich bin eine Medienperson. Eine Person des öffentlichen Lebens. Das auch, aber ich bin vor allen Dingen auch eine Medienperson. Ich bin ja auf ganz vielen verschiedenen Kanälen präsent. Und für mich gehört das alles dazu. Also für mich ist YouTube genauso ein Unterhaltungskanal wie das Fernsehen. Und auch mein Instagram ist ein Unterhaltungskanal. Das ist richtig. Aber ich würde, auch wenn ich nicht weiß, ob das die offizielle Definition ist davon oder nicht, habe ich doch aber immer den Touch dabei, dass ich sage, ein Influencer wird bezahlt dafür, dass er Produkte präsentiert.
Das ist ein Teil seiner Idee. So, das ist das Geschäftsmodell. Genau, und das machst du ja auch nicht und das mache ich auch nicht. Also mache ich manchmal, aber eher selten. Gut, ich hatte auch mein Telefon, was ich präsentiert habe, also das stimmt. Aber es ist halt nicht mein, es ist nicht die Hauptidee. Das ist nicht die Grundlage des Kanals, weder bei Instagram noch hier. Mhm. Aber deswegen Webvideoproduzent finde ich auch einfach so ein nettes Kunstwort, so ein komisches. Genau, wer hat sich das ausgedacht? Jemand, der definitiv kein Webvideoproduzent ist. Guck mal, ich sage zum Beispiel, ich habe ja auch lange überlegt, ich habe ja viel mit Menschen aus dem Online-Bereich zu tun. Ja. Und habe mir überlegt, wenn man sagt, ich habe heute viele Leute zu Gast, die online erfolgreich sind, also was auch deren Hauptberuf ist, ja. Dann weiß ich, dass die das nicht mögen, wenn man sagt, die sind Influencer, ne, weil viele sagen, ja, nein, das bin ich gar nicht oder was ist dann die Unterscheidung zu jemand, der YouTube macht? Ich sage dann, dass wir haben heute Online-Stars zu Gast. Online-Stars? Ja. Okay. Weil das beschreibt es für mich, weil das sind ja meistens Menschen, weil du bist ja nur online zu sehen, du bist nicht im Fernsehen zu sehen, du das bist ist nicht richtig. Im Radio. Wieso hast du eigentlich noch keinen Podcast? Jeder hat doch einen Podcast. Ey, ich lade meinen, der hält als Podcast auch hoch. Echt? Ja. Das ist mir bisher nicht untergekommen. Ist auch ganz ehrlich, ich vergesse es oft. Ah, du vergisst es hochzuladen oder vergisst es zu erwähnen? Ich vergesse es zu erwähnen und ich vergesse es hochzuladen. Das ist alles sehr technisch. Sowas passiert. Das ist alles sehr technisch. Ich kann es nicht. Ich denke dann ja und dann wird dann gesagt, das läuft nicht automatisiert und dann wird dann gesagt, hier und dann werde ich auch angeschrieben, hier die letzten Folgen, die letzten 20, sind gar nicht bei Spotify gelandet, was los? Und dann denke ich mir, ach, du vergessen. Und dann bin ich aber gerade bei Twitch live währenddessen und dann, wenn ich mit Twitch fertig bin, dann habe ich vergessen, dass ich es hochlade und dann geht es wieder. Jetzt denke ich wieder dran, jetzt sitze ich hier mit dir. Jetzt kommst du nicht raus. Jetzt komme ich nicht raus, später machen wir was anderes. Wenn ich heute Abend dann wieder da sitze, denke ich wieder an was anderes. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe einen Podcast und... Gut, also Leute... Auf jeden Fall mal gucken. Auf Spotify und allen anderen Plattformen. Es ist Plattformen. Verlinkt irgendwo bestimmt. Ja. Auf meiner Webseite. Ich habe eine neue Webseite. Echt? Ich habe eine neue Webseite. Das ist ja cool. Meinst du, dass sich das durchsetzt? Ich weiß nicht. Es ist Internet Neuland. Aber ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber so Webseiten ist doch ein... Müssen wir mal gucken. Weißt du, was ich mal machen werde, weil es auch ein Bausteinkanal ist? Ich stelle mal kurz mein Set vor und rede ein bisschen drüber. Damit wieso bist du schon fertig? Ich, weil du nicht so viel geredet hast, meinst du? Ich habe das Glück heute tatsächlich, dass ich, glaube ich, tatsächlich weniger Sprechminuten habe. Das ist mal sehr entspannend. Ich lehne mich zurück und konnte dabei einfach die ganze Zeit dir lauschen und dabei ein Modell bauen. Das ist für mich das Beste überhaupt. Normalerweise habe ich eine Serie nebenher oder sowas, die läuft und ich schaue dann und ich schaue gemütlich in die Anleitung, höre die Serie und baue dabei. Das entspannt mich wahnsinnig. Und jetzt habe ich heute dich nebendran. Du erzählst mir was und ich baue. Dann ist das für dich ja heute so, als ob du nebenbei einen Podcast hörst. Es ist genau das Gleiche, richtig. Ja, Podcast, das ist ja überhaupt... Du hast doch vorhin sehr nett erwähnt, dass man mich abonnieren muss. Und ich kann euch auch sagen, schaut mal bei der Ehrenpflaume vorbei. Auf allen nur denkbaren Kanälen bist du, oder? Ja, aber gibt es einen Kanal, wo du nicht bist? Ja, gibt es. Ich bin... Du hast ein Facebook. Ja, ich habe Facebook logischerweise, ich habe Instagram, ich habe auch einen TikTok, aber YouTube? Eigentlich mache ich jetzt nicht so viel, ich habe YouTube. Ich bin aber nicht auf Snapchat. Oh, das weiß ich gar nicht, was es ist. Ist auch so eine App, auch so ein Social Media. Aber das würde mir nichts bringen und ich bin auch nicht auf Clubhouse. Keine Ahnung, was das ist. Das ist der neueste Shit, ihr wisst, wovon ich rede. Ne? Clubhouse. Ich kenne Club und House, das waren aber Musikstile. Clubhouse ist auch eine Social Media App. Ist wirklich gerade, ist der neueste Shit gerade, ist der heißeste Shit ist das. Das hast du von den jungen Leuten erklärt gekriegt, mit denen du dich manchmal triffst. Nee, das ist schon so, die Leute auf Clubhouse sind schon so ein Ticken älter. Also ich sag mal so 30, Mitte 30. Ich glaube, sehr viele Medienleute. Und du musst dir das so vorstellen, Clubhouse ist eine Audio-Chat-App. Da trifft man sich Audio in Chatrooms und dann ist das eine Art Live-Podcast. Also die Leute, die da sind, sind live. Du kannst auf ein bestimmtes Thema klicken, bist dann in einem Chatroom, gehst da rein, hörst die Leute, die da reden. Und da gibt es quasi Hauptbeteiligte, die miteinander sprechen. Und dann kannst du als Außenstehende quasi... Gibt es eine Funktion, da hebt man den Arm, dann meldet man sich. Und dann darf man auch mal. Und dann kann man eine Frage stellen. Okay, das ist also, ja, okay. So, und ich glaube, der Hype ist im Grunde jetzt dadurch entstanden, dass man auf Clubhouse nur dabei sein kann, wenn man eingeladen wird. Ah gut, das ist dann immer noch mal so eine Sache. Das war ja wie am Anfang bei Facebook. Ich wurde zu Facebook irgendwie 2002 oder 2004, wann auch immer, das war eingeladen. Das war von einem Bekannten aus Amerika. Mhm, genau. Und das war...
fast hatte was Illegales. Das war wie früher der Club, in den man nur rein durfte, wenn man jemanden kannte, der einen mitgenommen hat. Genau. Also ein bisschen so ist das auch. Also wenn du dann eingeladen wurdest und dein eigenes Profil anlegst, dann darfst du dann wiederum zwei Leute einladen. Also ein bisschen Schneeballprinzip. Okay, ein bisschen, ich wollte gerade sagen, das ist hier ein schönes Ponzi-Skin. Ja, und erklärt wird das, entschuldige ganz kurz, wenn ich dich noch einmal unterbreche, wird das alles damit, dass man sagt, man möchte die App sozusagen sukzessive weiterentwickeln und damit nicht mit einem Mal so ein Run entsteht die App das quasi technisch nicht mehr abfedern kann, deswegen basiert das momentan auf diesem Einladungssystem. Aber jetzt erzähl doch mal was zu deinem Set, was du gebaut hast. Ich erzähle was zu dem Set und am Ende müssen wir uns ja nochmal beide Müllers angucken und dann musst du mir auch sagen, welchen du favorisierst. Mhm. Seien es ja mehr eine amerikanische Variante, das ist ein bisschen mehr eine europäische Variante. Dürfte ich dich nochmal ganz kurz um mein Hightech-Feature bitten, was da drüber gemeint ist, mein Zollstock. Ich nenne den Hightech-Feature, weil das das modernste ist, was ich hier habe an Equipment. Danke dir. Wir können mal kurz gucken. Also das ist die 7991 von 2007, 200 Teile aus der City-Serie. War damals noch im Retail mit 15 Euro unverbindlicher Preisempfehlung. Was Kai gerade baut, ist 5 Euro teurer geworden, also 30% Preisaufschlag. Hat aber nur eine Figur mehr, aber ein paar Teile immerhin auch. Also so ist es nicht. Wir sind insgesamt bei einer Baulänge von 18,5 cm ohne das Figürchen. Wir haben die klassische Spurweite von gut 5 cm und wir sind bei einer Höhe ohne den Müll, den ich oben drauf aufgetürmt habe, zwischen 8 und 9 cm. Ein tapferes kleines Lastigchen, würde ich sagen. Passt super auf die Straßen. Ich zeige es euch nochmal. Ich muss ja mal hier ganz technisch nochmal vorgehen. Und da seht ihr das. Und jetzt schaut mal, das Ding ist 13 Jahre alt. Ist beliebt und gespielt und rumgeworfen worden und alles Mögliche, was Kinder mit so einem Laster machen. Er sieht doch super aus, sogar die Aufkleber sind noch okay. Ist durch die Waschanlage geflogen bei uns, also wir nehmen die Waschmaschine. Mhm. Hat alles dabei, hat noch die alten Windschutzscheiben dabei. Wir haben einen riesigen Mechanismus, dass wir hier hinten aufklappen können. Ihr seht hier oben die Hingeplates, kann man hochklappen. Jetzt habe ich dem armen Kerl das Werkzeug weggenommen, aber egal, es hält noch. Man kann drin reinschauen und dann, was Kai vorhin erzählt hat, nochmal, natürlich kann man es aufklappen und dann könnt ihr mit dem Besen rein und nochmal auskehren, was möglicherweise noch drin geblieben ist. Mhm. Und hier passt ordentlich Müll rein. Guck mal, da ist richtig Platz drin. Ja, und das wird ja immer noch so ein bisschen... Das wird noch gestampft. Diese Presse haben wir leider nicht. Die gab's. Hattest du früher mal so ein Siku-Laster? Ein Siku-Mülllaster? Ich bin ja mit Siku-Lastern auch schwer dann nochmal unterwegs gewesen. Ja, Siku-Laster kenne ich, aber nee, die habe ich nicht so wirklich besessen. Aber kenne ich natürlich, weißt du, viele Jahre klein gegen groß, viele Kinderzimmer gesehen, viele Kinder zu Hause besucht. Da habe ich auch viele Siku-Laster gesehen. Siku-Laster ist für mich, Lego müsste jeden Laster, den es bei Siku gibt, auch als Modell in der Stadt haben. Die haben so coole Autotransporter, die haben diesen Mülllaster, den ich hatte, der war natürlich auch in diesem wunderbaren Mülllaster-Orange. Vorne die Kabine war noch in der klassischen Farbe, hinten dran dann der Mülllaster. Man hat das aufgeklappt und dann konnte man mit so einem kleinen Schieber an der Seite den Müll zusammendrücken. Mhm. War total, ich habe den geliebt, diesen Laster. Und der, das ist 1:55 von Siku. Ganz großer Spaß. Naja, besondere Teile tatsächlich, und das ist jetzt auch nochmal der wichtige Sicherheitshinweis, das Ding hat keine besonderen Teile. Also mit das speziellste Teil sind hier oben die 4x6 und die 6x6 Platten in Orange. Das sind noch die seltensten Teile an diesem Set. Bei Kai-Sets sind zwei, drei Teile, die sind spezieller, vor allem halt wie gesagt diese Trans-Clear-Flasche, die hier dabei war, das ist ein recht seltenes Teil. Und wir haben natürlich drin die langen 2x16 Plates, bei mir in Dark Bluish Grey, bei Kai in Light Bluish Grey. Das waren die, das sind die speziellen Sachen. Ansonsten, selbst neu, kommt dieser Laster nicht auf 25 Euro Teilewert. Der etwas größere knapp bei 30. Das heißt, wenn ihr Lust auf einen schönen Mülllaster habt, schaut, dass ihr ihn bei eBay bekommt, bei Kleinanzeigen, irgendwo vielleicht in einem Konvolut mit anderen dabei, dann zahlt ihr 10, 15 Euro für das Ding und ihr habt einen coolen Mülllaster. Hier noch mit so einem kleinen Druidenarm, dass man hier die Tonne noch rein und rausklappen kann. Super. Das ist so ein Träumchen, das Ding. Wir haben ein bisschen Schund nach oben, den man als Müll dann reinschmeißen kann. Man hat eine kleine Schubkarre, die ist ganz wichtig. Das Einzige, was ich sehr vermisse, sind die Türen. Findest du nicht auch? Keine Türen, die man öffnen kann. Und früher hatten Lego-Modelle immer eine Tür zum Aufmachen. Stimmt, die hatten sogar Türen. Das ist richtig. Ja, und das warum sind die weggefallen? Weil es günstiger ist so. Ah. Das ist immer die Antwort auf alle Fragen bei Lego. Es ist immer einfach weggespart worden. Und ich finde das wirklich schade. Das sind Sachen, eine Tür aufzumachen ist was Cooles bei einem Laster. Auch das, eine Tür zuzumachen. Also das auch, ist so. Auch per se bei einem Auto, ne? Finde ich immer ein ganz wichtiges Kriterium. wenn man, kurz vorm Start? Auch wenn man sich ein Auto kauft. Ich gehe mal einmal ran, mach mal die Tür auf und werf die Tür so leicht zu. Ja, ne? Ja. Und dieses Geräusch, ne, was es dann gibt, das finde ich... Das ist das Satte. Ich mochte das ja früher bei dir noch, bei diesen richtigen, die alten 70er, 80er Jahre Mercedes, wo du so eine Tresortür zugemacht hast. Plop. Wenn da der Kinderarm drin war, war der auch ab. Also das war wirklich ein...
Das ist, dass du, aber du baust sehr tapfer trotzdem damit. War das eine Tür? Nee, es war eine Tür, aber keine Autotür. Es war eine Kellertür und ich hatte den Finger in dem Schlitz, wo die Scharniere waren, auf der Seite, weil ich das nicht gesehen habe. Und ich war 2 Jahre alt. Das ist aber unglücklich. Ist beim Lego-Bauen nicht wirklich ein Vorteil, muss man sagen. Also manchmal fehlt das ein bisschen. Aber ich ersetze das ja immer mit dem Mittelfinger. Genau. Also das ist so, dadurch, dass ich es ja gar nicht anders kenne. Es war früh genug. Ja. Es war früh genug. So, irgendwas, was brauche ich denn hier in der Seite? Aber du hast absolut recht, das Schließen der Tür ist ein wichtiges Kriterium. Ja. So etwas, was ich bei meiner kleinen Donnerkugel, meinem kleinen Fiat 500 ein bisschen vermisse. Obwohl der Panda hat ein viel scheppernderes Geräusch, wenn man die Tür schließt. Mein kleiner Fiat 500 hat ein relativ, für die kleinen Autos relativ sattes Gefühl, wenn man die Tür schließt. Ja. Das geht schon. Aber ich kann ja sagen, so im Laufe der Jahre, irgendwann kommt man ja mal an den Punkt, wo man sagt, so das eine oder andere an Sonderausstattung, das gönne ich mir. Ja. Was eines der besten wirklich Ausstattungsfeatures überhaupt ist. Sag an. Ist die Servoschließe. Die Servoschließe, dass du nur anlehnst und der zieht an. Das ist schon. Das ist tatsächlich was Schönes. Dann kannst du aber nie mehr satt zuschlagen. Ja, also geht auch, aber eigentlich ist, also da schlägt quasi Funktion die Emotion. Ne? Das ist einfach richtig. Dass man nie ein zweites Mal die Tür zuschlagen muss, weil sie beim ersten Mal nicht zugegangen ist. So, ja. Ich bin jetzt gleich am Ende von Heft 1. Ja, aber ich sehe auch, dein Laster hat auf jeden Fall... Der sieht schon langsam aus wie ein Laster. Ja, ne? Und der hat auf jeden Fall die wesentlich modernere Front. Diese neue Scheibe, die Lego eingeführt hat, die hilft da wirklich enorm. Und ich sage ja nicht umsonst, die Summe aller Laster ist konstant. Du freust, ich habe das schon den ganzen Tag, gell? Ich sag's nur mal, das ist ein Level, das wir halten können, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, du hast da coole Teile, du hast coolere Teile an dem Laster als ich, merke ich. Oh, warte, ich habe was vergessen. Da sehe ich hier noch, da sehe ich schon Hingeplates, ihr seht die an der Seite. Ich habe hier gerade was falsch gemacht. Was ist los? Ich habe hier wertvolle Teile drin. Ich habe es alles gut, ich habe hier nur was vergessen, fehlte mir gerade was. Ich habe gerade gedacht. Aber das Gute ist, wenn du baust, kann ich dich dann zutexten. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Ich habe ja auch immer was zu erzählen. Die einen oder anderen, die mich kennen, wissen das vielleicht. Deswegen ist das kein Problem. Aber da sind Hingeplates dran. Es sind normalerweise die, an denen die Stromabnehmer oben zum Beispiel bei Zügen befestigt sind. Oder Star Wars Modelle, die großen UCS, der X-Wing oder sowas, der hatte das auch drin, der 10240. Da konnte man das anstecken. Und das sind, die sind auch relativ teuer, die Teile tatsächlich. So, ich bin hier gerade schon bei den Rückleuchten. Ja, ist ein Traum. So, Kennzeichen ist auch schon dran. Ha! Ja, weg. Und hier seht ihr auch wie immer bei den alten... In einer Stunde bin ich durch mit der Nummer. Genau, 7991 ist die Nummer. Und das hier waren immer die Initialien vom Designer. Oh, das wusste ich noch nicht. Das ist mal ein Fun Fact. Das ist mal ein Fun Fact, ja genau. Ich hoffe, das ist auch immer noch so. Also, das heißt, das ist dann der... Du hast dann... Nein! Hinten war es richtig. Hinten ist alles richtig. Ja. Ja. Mark Matzen... Müller. Heißt ja wahrscheinlich die meisten Dänen heißen Müller. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das ein Däne ist, der das entwickelt hat. Mark Mikkelsen oder... Genau, Mark Mikkelsen. Magnus. Und das ist das. Und du hast hier diesen Frontloader. Das ist sehr spannend. Aber ich kann auf jeden Fall spielen. Jetzt guckt mal, Kinder. Ich habe euch... Ja, ihr wisst ja, ich habe euch die 7208 ja neulich vorgestellt. Hier ist auch noch ein bisschen Grümpel drauf. Und ich meine, ist das nicht sensationell? Jetzt hat man hier verschiedene Laster, kann hier eine Feuerwehr rausfahren lassen und man hat hier noch den Straßenlaster dazu. Ich finde, das ist ein großer Spaß. Und ich bereite hier schon mal, das ist ja das Gute. Ich habe ich muss sagen, ich glaube, das ist nicht irgendwie gehässig. Ich habe damit gerechnet, dass ich ein bisschen schneller ja fertig werde mit meinem. Und habe gedacht, dass ich dann schon mal so eine Straße dann hier hinsetzen kann. Und dann ist der Spaß unendlich. Und dann können wir Spaß haben. Und in der Zwischenzeit kann ich dich ja auch noch ein bisschen interviewen zu Sachen, die ich mich dann frage. Ja, frag ruhig. Oder lenke ich dich dabei zu sehr ab? Nein, überhaupt nicht. Ne? Du bist fröhlich dabei und bastelst da? Ich bin total entspannt. Weil ich bin ja in meiner kleinen Welt und ich kriege ja nie was mit. Und du bist ja draußen in der Welt unterwegs und lernst immer viele Dinge kennen. Die Steff ist gerade zurückgekommen. Steff ist da. Bitte? Der Thomas möchte gerne auf Clubhouse. Ich brauche aber ein iPhone. Wieso? Gibt es das nicht für Android? Echt nicht? Warum nicht? Noch nicht. Also ich dachte jetzt kommt sie und sagt, der braucht aber ein iPhone. Und schon bin ich raus. Ich dachte jetzt, sie sagt sofort, der braucht aber eine Einladung. Eine Einladung. Und dann dachtest du, das könntest du hier für mich übernehmen.
Ja. Nee, das ist. Nee, ich kann es ja nicht, ich bin ja nicht da. Ach, du bist nicht eingeladen? Nein, oh, du nein, bist nein, jetzt ich aber eingeladen. Nein, ich bin eingeladen, aber ich habe es nicht angenommen, weil ich sehe da für mich keinen Mehrwert. Also es gibt ja auch, Apps und Kanäle, die einem Zeit stehlen. Ich würde sagen, 90% aller Apps stehlen einem Zeit, aber du ja, hast. Ja, es gibt schon auch Apps, die dein Leben effizienter machen. Das sind die restlichen 10, ja. Aber so und. Ich sehe da für mich keinen Mehrwert. Also so zum Beispiel, ich höre gerne Podcasts, aber Podcasts kann ich ja hören, wenn ich Lust darauf habe und dann kann ich sie unterbrechen und dann kann ich sie irgendwann anders weiterhören. Aber wenn ich jetzt so auf so einer App bin, dann ist das ja ein Live-Podcast und dann muss ich da ja dabei sein. Pass auf, der eine hat einen Print, du könntest die mit Prints gegenübersetzen, das je nachdem, Sinn. Wo sie sind, dann sehen sie schöner aus. Also es ist eine Aufkleber übrigens, ich nenne es jetzt einfach mal. Ja. Aber das ist, wir werden hier moderne, neue technischen Sachen aufgedrängt. Merkt ihr das? Das ist sehr, sehr toll. Wir kriegen es aber hin. Mhm. Und wir haben ja Spaß und bauen so ein kleines wenig. Ja, erzähl, du wolltest doch was erzählen. Ja, ich wollte ja prinzipiell noch so ein bisschen ich finde es ja spannend, was du machst. Weißt du, ich habe mit dem Fernsehen ja keine Verbindung in irgendeiner Form. Du warst noch nie im Fernsehen? Nein. Hat das Fernsehen schon mal über dich berichtet? Ja. Okay. Das also hier, Hessischer Rundfunk. Ja, ich habe mit den... Rhein-Main-TV. Genau, also ist richtig, exakt. Also das ist so, da gab es so kurze Berichte, aber das ist immer so, das mag ich nicht. Ich habe mir dein Format angeguckt und darüber wollte ich ja auch, ich finde es ja spannend, was du da machst. Welches? Dein Ehrenpflaumen-Format. Das finde ich ja spannend. Ach so, wir sind jetzt wieder bei YouTube. Nein, okay. Also mir ging es ja um diese beiden Welten, weil das Fernsehen, ich bin aus dem linearen Fernsehen relativ raus seit gut 10 Jahren und schaue eigentlich nur noch YouTube und On-Demand-Geschichten, also mal eine Mediathek, ja, aber eigentlich, dass ich mich hinsetze und das Fernsehprogramm einschalte, das ist in meinem Rhythmus einfach nicht mehr drin, weil ich meistens zu dem Zeitpunkt nicht da sitze, wenn das gerade läuft. Das heißt, du weißt gar nicht, was ich im Fernsehen mache. Doch, ich kenne deine Formate, ja. Das ist ja das Schöne bei dir, dass man sie doch noch kennt. Das ist gut. Aber ich kenne die neuen Leute, weißt du, dich kenne ich seit den 90ern. Ja, also, ich habe 93 angefangen mit Fernsehen. Ja, richtig. Und da war ich dabei. Deswegen kenne ich deine ganzen Shows von damals. Und jetzt immer, das ist doch so, wenn man dann einen Namen liest, den man kennt, sieht man auch mal kurz dahinter, welche Show das ist. Weißt du, und dann weiß man, dass man das macht. Und deswegen weiß ich, was du machst. Aber wenn du mir jetzt sagst, hier, ich habe einen Kollegen, den habe ich seit 10 Jahren, sage ich, aber ich kenne ihn nicht. Also, ich habe noch nie seinen Namen. Ich verbinde den mit nichts sozusagen. Das ist ein Problem. Deswegen habe ich ja auch gesehen, du hast ja auch die Show mit Elton. Elton kenne ich auch noch, aber der ist ja auch schon lange dabei. Der ist ja zum Stefan Raab gekommen von der Ewigkeit. Und deswegen Bernhard Hoecker kennst du auch. Bernhard Hoecker kenne ich auch. Aber wie gesagt, deswegen diese Sachen kenne ich. Und deswegen bin ich ein bisschen aus dem aktuellen linearen Fernsehen raus, aber das waren noch Shows, da habe ich mich hingesetzt und da habe ich eine Stunde geguckt. Da habe ich auch mal 2 Stunden damals geschaut und da war ich dabei. YouTube und so weiter läuft ja auf Clips, die 2 bis 5 Minuten lang sind, prinzipiell. Und auch das, was jetzt das Fernsehen mit mir gemacht hat, das waren ja, wir hatten zwar einen halben Drehtag, aber wir haben eigentlich nur so Stücke davon rausgeschnitten. Und im Endeffekt war es ein Beitrag, der war vielleicht addiert 2 Minuten lang oder 2,5. Und deswegen finde ich, dass du als Fernsehmensch jetzt so ein YouTube-Format machst, bei dem das Video vielleicht eine halbe Stunde geht, eine Dreiviertelstunde geht, eine Stunde geht, finde ich sehr spannend. Und das ist wie eine Netflix-Episode. Richtig. Jetzt fehlen wirklich Teile. Sag an, ich helfe dir. Wo? 2 von denen. Könnten die, möglicherweise ist immer noch mal ein Thema... Jetzt kommen mir nicht, dass ich die irgendwo anders falsch verbaut habe. Die solltest du... Ach, du brauchst 2 davon. Du brauchst sie einmal da und du brauchst sie einmal da. Ach nee. Hä? Hast du es 2-mal gebaut? Gab es das auf der Seite davor schon mal? Verluste, für immer verloren. Du kommst da? Ja. Ah, warte mal. Vielleicht war das das Problem. Ah, das war nur einmal. Ich habe gedacht, es ist 2-mal. Das muss man 2-mal machen. Aha, aber wie gesagt, der Fehler kann definitiv auch auf meiner Seite liegen. Das ist keine Frage. Ich bin hier bisher gut durchgekommen. Aber wir machen das. Wir haben auch übrigens, und das ist dann nochmal der Unterschied zu sonstigen Sendungen, immer nochmal mehr Publikum um uns rum, die uns professionell aufnehmen, noch während meine Aufnahme läuft, noch mehr dahinter. Und das ist speziell. Ist dann auch für mich speziell. Normalerweise, das wisst ihr, sitze ich ja ganz allein in meiner kleinen Kammer, drücke auf den Knopf und dann passt es. Und bisher, ich hatte eigentlich außer Steff und Aaron hat mich besucht in meinen Videos, bin ich ziemlich gastfrei tatsächlich. Und deswegen finde ich sehr schön, dass du Lust hattest, mit mir zu bauen. Kummer. Wenn Aaron schon da war, bist du ja Kummer gewohnt. Ist ja heute total entspannt für dich. Aaron war sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfreich hier, da er ein Harry Potter Fan ist.
Und das, mein Problem ist ja, dass ich meistens die Franchises, mit denen Lego zusammenarbeitet, überhaupt nicht kenne. Mhm. Also du hast gar keinen Harry Potter hier? Ich habe die Filme nicht gesehen. Ah, ich auch nicht. Und schau, und jetzt würden wir zwei hier sitzen und ein Harry Potter Set aufbauen. Wir könnten genau nichts dazu erzählen. Und deswegen habe ich mir Aaron dazu eingeladen und habe gesagt, hier, guck mal, wer ist denn das eigentlich? Und dann hat er mir erklärt, was der macht. Und, okay. Und genauso geht es mir ja, ich habe ja auch bei Herr der Ringe nicht alles gesehen. Ich habe bei Star Wars wirklich nur geguckt aus wirtschaftlicher Sicht, damit ich weiß, worüber ich rede in meinem Laden, wenn ich mit den Kunden, wenn ich die berate. Und deswegen war das sehr, sehr schön, dass Aaron da war. Viele Grüße, Aaron. Nein, natürlich. Aaron ist gerade, muss man ganz kurz überlegen, wenn das Video kommt, war dann gerade auch bei Wer weiß denn sowas. Er wird dort gerade nächste gewesen Woche, sein. Also quasi ist jetzt von jetzt an nächste Woche. Von jetzt an nächste Woche. Ich muss mal gucken, das Video bei mir, weißt du, habe ich ja gesagt, ist ziemlich zeitnah immer. Also ich drehe nicht wahnsinnig vor. Das heißt, dieses Video wird noch ein bisschen überholen und wird dir dann auch wahrscheinlich die Veröffentlichung auf deinem Kanal von deinem Besuch hier auch leicht überholen. Aber das kriegen wir gut hin, glaube ich. Ja. Also wir werden das veröffentlichen. Also das jetzt das ist der Samstag in einer Woche. Der nächste Samstag, genau. Also und das nicht Video wird jetzt morgen, sondern genau. Samstag in der Woche. Und das hier wird am Sonntag jetzt laufen und damit sind wir. Genau. Also nächsten Samstag kommt das Video. Genau, und das ist doch das Wichtige auch, Thomas. Damit die Sachen, dass du. Einen Tag mit. Das alle wissen, genau. Dem Held. Mit dem Held. Dem Held der Steine. Richtig. Und genau, das funktioniert mit beidem. Aber Held der Steine ist wahrscheinlich das, was mir zieht. Aber prinzipiell, genau, ein Tag. Also das ist schon so, muss ich auch mal dazu sagen, ganz viel, also ich habe ja ganz viele Vorschläge aus der Community gekriegt, wie ich mich mal treffen soll und wer sie interessieren würde und dreh doch mal einen Tag mit. Und da warst du extrem viel genannt. Tatsächlich, bei deiner Community, und, das freut mich. Und ich glaube, was interessant ist, dass meine Community sich ja nochmal ganz anders zusammensetzt. Dadurch, dass ich ja so viele verschiedene Leute getroffen habe, sind ja auch aus deren Community sehr viele Leute auf meinen Kanal gekommen. Ja. Das heißt, mein Kanal hat vielleicht eine sehr viel diversere Mischung an Menschen, ja, die aus unterschiedlichen Gründen meinen Kanal abonniert haben. Das glaube ich. Weil mein Kanal ja nicht monothematisch ist. Ne? Es ist ja nicht, es geht nicht immer um ein Thema, sondern es geht immer um viele Themen. Ja. Und deswegen vielleicht auch spannend, weil viele Leute, die jetzt das Video dann auf meinem Kanal sehen, dich dann vielleicht bisher gar nicht kennen. Absolut. Ich finde das, das definitiv. Also das mit Sicherheit eine sehr spannende, abwechslungsreiche, wahrscheinlich auch altersmäßig sehr durchmischte. Ist ein bisschen mehr Jungs als Mädels. Ja, tatsächlich nur ein bisschen oder ist es das bisschen, wie ich sage? Weil ich habe bei mir 94% Jungs. Nee, ganz so viel ist nicht. Also es sind... Ganz so viel ist nicht. Aber gut, es ist im Internet generell, glaube ich, oder? Das bei YouTube, bei den Sachen, ist, glaube ich, generell der Männeranteil ein bisschen höher. Vielleicht ein bisschen höher. Ja, aber ich finde es schön, dass bei dir durchmischt ist, auf jeden Fall. Warte mal, da ziehen noch die Grauen drunter. Ich wundere mich gerade nur tatsächlich darüber, dass die Dunkelgrauen und Hellgrau sind, aber es kann sein, dass wir da falsch, dass ich da falsch aufsortiert habe. Aber ich habe noch Ersatz da, falls was fehlen sollte, ich habe. Das ist ja auch das Wichtige, nur nochmal zwischendurch, ich möchte da nochmal auf Lego eingehen. Denkt immer mal dran, dass man ohne Probleme auch andere Setfarben verbauen kann. Das ist nicht schlimm. Das klappt ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Oh, ich finde das nicht so schlimm. Wie bitte? Das stört mein ästhetisches Feinempfinden. Tatsächlich? Mhm. Okay. Das ist, also kann man machen. Kann man machen, aber muss man nicht, meinst du? Nee, also mich würde das ärgern. Wenn ich jetzt hier sehe, da ist jetzt irgendwie ein andersfarbiger Stein drin, wo ich sehe, da hat irgendwas nicht gepasst. Das würde mich ärgern. Okay, gut. Dann achten wir drauf. Und es kann sogar sein, überlege ich gerade mal, weil entweder ist irgendwas mit den Kameras jetzt verändert, weil wir was gemacht haben, aber die fängt gerade an zu blinken und ich weiß nicht genau warum. Ich überlege mal, ob ich mal tatsächlich hier zwischendurch nochmal, weil wir gerade beide stillhalten, einen Schnitt mache. Hervorragend, dann sind wir doch wieder dabei und können wieder weiter basteln. Nach dieser hochtechnischen Pause, unfassbar, was wir hier alles können. Aber tatsächlich, meine Kamera blinkte. Das tut sie sonst nicht. Die hat sich irgendwie nicht wohlgefühlt. Ich glaube, sie schämt sich, weil hinter ihr so eine Red sitzt. Also so eine Monsterkamera dahinter. Und meine kleine Kamera, die hat sich wahrscheinlich irgendwie gedacht, dass der Tag für sie nicht gut läuft oder so. Sie hat sich geschämt in irgendeiner Form. Und ich wollte nur checken, dass das passt, weil es passt. Alles ist in Ordnung. Da waren wir ja gerade so ein bisschen stehen geblieben. Ja. Sind denn eher Kids auf deinem Kanal? Sind das eher die Eltern? Also wenn du sagst, viele Jungs, dann sind es ja vor allen Dingen auch wahrscheinlich viele Männer. Ja, also ich habe, ich würde mal sagen, Mitte 30 fängt es bei mir an.
tatsächlich. Mhm. Also, dass wirklich die Masse da ist. Mitte 30 bis dann so Ende 50. Das ist die Kernzielgruppe. Man kann jetzt aber natürlich davon ausgehen, dass viele auch den Account ihrer Eltern nutzen. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich natürlich nicht beeinflussen kann. YouTube darf man erst ab 13 nutzen, aber wir wissen alle, dass das nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich habe natürlich aber auch jetzt mittlerweile, das ist stärker geworden, 2020, dass Jüngere auf den Kanal kommen. Also tatsächlich, dass ich in die 20er runterziehe. Mhm. Aber das ist dann auch wieder passiert, weil ich dann mit anderen zusammen was gemacht habe, dass man so ein bisschen durchmischt wird. Jetzt Twitch natürlich ist eine wesentlich jüngere Plattform nochmal, da kommen auch viele dazu. Und da verändert sich das alles so ein klein wenig. Und jetzt kommen auch noch Frauen dazu. Und jetzt bist du da und damit habe ich die Frauen. Ist das gut? Ist das schön? Ich freue mich sehr. Und vielleicht schauen die jetzt jedes Video von mir in der Hoffnung, dass du wieder kommst. Vielleicht. Vielleicht kündigst du das einfach mal an. Vielleicht sage ich vielleicht wieder mit Karl. Ja, man weiß es nie, wann er wieder mit dabei ist. Die Ehrenpflaume kann jederzeit hereinschneiden. Ja, ja. Das ist. Wie gefällt dir eigentlich dein Laster bisher? Sehr gut. Ich bin auch gleich durch. Also ich habe ja. Ich sehe es ja nur noch fast, die Reifen. Ja, ein bisschen die Technik vorne. Ja, hier ganz bisschen habe ich nur noch. Ich möchte ja, da du ja nicht ständig Legos baust, ist ja auch für mich interessant, was du davon hältst, wie es gemacht ist, weil du kennst ja auch noch die Anleitungen, bei der, ich meine, es ist pro Bauschritt ein Teil eigentlich, was du verbaust. Und es wird ja auch noch immer angezeigt, welches Teil. Und es gibt noch einen Pfeil, wo dieses Teil hin soll. Ist das. Ich bin da immer ein bisschen, ich kenne halt noch die alten, das waren Fehlersuchbilder, weißt du, da war auf der linken Seite im Bild, auf der rechten Seite im Bild und du musstest vergleichen, wo was dazu kam und du hattest keinerlei. Ich sag mal so, man muss schon viel falsch machen. Damit was daneben geht. Damit das nicht funktioniert am Ende. Ja, ich sag das auch immer erst am Ende des Modells, wenn ich meins gebaut habe, damit ich dann durch bin. Aber ich finde es immer so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen schade. Mir fehlt das. Dafür können wir uns aber super dabei unterhalten, während wir das machen. Ja. Was kann ich dir? Welcher? Einen hast du dort noch? Ja, ich glaube, den kannst du auf der einen und auf der. Wahrscheinlich diesen raus. So. Jetzt habe ich das. Juhu, es geht auf die Zielgerade. Ah, und jetzt, genau, und jetzt kommen die da, jetzt bist du weg, lass es. Ich bin immer noch so ein bisschen am Schwanken gewesen, ob nicht vielleicht ein Teil fehlt, das ich jetzt hier hinten nicht griffbereit gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, hier ist dein tolles Set, baue es mal auf und dann fehlt was. Das wäre ein bisschen deprimierend für mich gewesen als Gesamtleistung hier. Ja. Aber wir sind ja bisher eigentlich ganz gut dabei. Ja, guck mal, und wir haben noch keine Fremdteile, das ist alles noch Originalfarbe. So. Genau, jetzt sind noch die Reifchen dran. Die sind schon zusammengebaut und wir sind, wo kommen die her? Ach, vielleicht ist das Extramüll. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ist ja ein gebrauchtes Set. Ich glaube, das ist einfach Extramüll. Nochmal so ein paar. Bist du sicher? Ja. Wir checken gleich mal, ob die hinten in der Liste überhaupt drin waren. Weil wo solltest du braune Fliesen verbaut haben bei dem Ding? Obwohl, das ist Lego immer zuzutrauen. Lego ja, hat guck mal, sich, hier unten ist schon braun. Ja, ich wollte gerade sagen, Lego hat sich angewöhnt in den letzten Jahren, einfach sinnlos irgendwo Farben unterzubringen, die nichts mit dem Modell zu tun die haben. Weg also, müssen. Die müssen. Das ist die gängige These. Manche sagen aber auch, das vereinfacht den Bauvorgang, wenn man bunte Farben zwischendurch reinbringt. So. Ein cooler Laster. Freunde, so. Der ist jetzt sehr voll, das gute Ding. Ach, und das kann man jetzt dazwischen die, ja, genau, klar, dazwischen ist einhaken. Ist doch aber schon cool. Oh, da kann ich den jetzt hier hochheben. Ja, aber ganz ehrlich, das schafft ihr nicht. Der gießt sich doch alles aufs Hirn, oder? Ja, weil es jetzt zu voll ist. Oder mit genug Schwung. Aber es geht ja jetzt darum, der Müll soll ja da oben rein. Ja, ich finde auch, oder? Was sagt die nächste Seite? Haben wir da nochmal gar nichts mehr? Das war's. Okay. Das war's. Und hinten ist nochmal eine Teilliste. Dann können wir nochmal gucken, ob da die beiden braunen Fliesen drin sind. Sag mal, da unten könnten sie. Da sind 6 von denen. Vielleicht waren da unten nochmal 2 irgendwo drin. Wen interessiert's? Ja. Aber guck mal, eigentlich müsste das ja so sein. Also damit es jetzt hier, man kann das jetzt mal von oben zeigen. Die Öffnung hier oben ist ja längs, ne? Ja. Während der Container hier vorne quer drin hängt. Na, also eigentlich müsste der Container jetzt ja auch längs sein, du meinst, damit belastend? Der hier oben reinpasst. Das stimmt wohl. Oder die Öffnung müsste quer sein oder man müsste es von der Seite kippen. Also es ist eine komplette Fehlkonstruktion. Eigentlich ist es eine Fehlkonstruktion, weil wir können es ja jetzt mal zeigen, wir können es jetzt mal praxisnah testen. Wenn wir den Container jetzt hier hochheben. Gut, ich glaube, die Hälfte fällt jetzt mal aufs Fahrerhaus, oder? Ja, so. Wollte ich gerade sagen, das ist die teure Flasche weg. Also ich würde sagen, nicht mal die Hälfte hat es geschafft ins Ziel, oder? Es ist die Banane und eine Fliese und zwei. Und ein bisschen zwei Kleinkram. Und wir haben 2 Fische, Fliese, Flasche und Kleinkram ist schiefgegangen. Ja. Also ich meine, vom reinen Aussehen her ist er eigentlich ganz cool vorne. Ja. Auch mit der. Das ist aber ein amerikanischer Truck, ziemlich eindeutig, würde ich sagen, oder?
Obwohl die ja sehr viele haben, wo, kennst du die Amerikanischen, die dann vorbeifahren in den Tonnen und völlig von allein die Tonne greifen und reinschmeißen und so? Faszinierend. Ja. Das ist so, das ist natürlich dann anders, ne? Weil da braucht es gar nicht irgendwie den Mann, sondern der sitzt der Mann im Fahrerhaus, genau, der das bedient. Ne? Und dann, aber die, das heißt natürlich auch, dass die Tonnen exakt am Straßenrand abgestellt werden müssen. Die müssen rausgehen. Dann darf da keiner parken, ne? Weil du musst ja dann wirklich daneben. Oder? Ja, ja. Kennst du die YouTube-Videos, wenn es schief läuft? Die sind toll, wenn die dann diese Tonnen rumwerfen und das System nicht funktioniert und schmeißt die dann irgendwo hin. Das ist großartig. Okay. Filmen manchmal dann die Nachbarn, um zu zeigen, was schiefgegangen ist. Ist sehr, ja, schön, also wenn die rumgewirbelt werden. Die Videos kenne ich nicht so. Dafür bin ich bei YouTube, um Blödsinn mir anzugucken. So langweilig war mir noch nicht. Ja, aber cool. Also, aber so, und hier meine beiden Männer gehören die, ja, da auch noch dazu. Ja. Richtig, die sind da dabei. Jetzt weiß ich auch, warum die Schaufel und Besen haben, weil die dann immer das Zeug zusammenfegen, was daneben gefallen ist. Wie sieht denn das aus? Aber du kannst auch noch aufklappen, oder? Das ganze Ding nach hinten. Das kann ich auch, habe ich ja gerade schon hier so. Genau, cool. Und dann hier und dann kannst du hinten ausladen. Habe ich hier hinten ja die Heckklappe, kann ich ausmachen. Und also das ist die gleiche Funktion, die ich auch habe. Ja. Wobei, okay, und du hast das hinten einfach nur über diese Plate Modified. Okay, dann läuft das. Weil ich habe ja hier diese Technik-Konstruktion an der Seite. Da wird das gestoppt, ne? Da wird das drüber geführt. Das ist realitätsnah, ne? Weil hier ist es ja so, da kann es ja irgendwann einfach... Ja, und da fällt ja auch der ganze Laster. Irgendwann hat der ja Übergewicht nach hinten, das geht ja nicht. Ja. Aufgebockt. Also ich muss sagen, ich finde, deiner sieht ein bisschen cooler aus als meiner, aber meiner funktioniert irgendwie wesentlich besser, oder? Ja, deutsche Wertarbeit. Das ist absolut. So deutsche Ingenieurskunst. Und das hat sich irgendwie, also dass das Ding quer oben vorne reingesetzt wird und hinten längs gekippt werden müsste, ist schon nicht in Ordnung. Nee, das ist irgendwie nicht so richtig gut bedacht. Ich würde, glaube ich, dieses ganze Konstrukt hier abbauen, wenn ich den Laster hätte und ihn einfach so als Mülllaster laufen lassen und von hinten beladen, oder? Und das so ein bisschen gut, das ist jetzt mehr so wie ein Sackträger, oder? Das so, das passt. Oh, aber es sieht schon auch cool aus, ne? So ein kann man da oben abstellen, dann kann man das hier hochklappen, dann kann der so. Ja. Ja, also das ist vom Prinzip. Und übrigens, das hier, ich wollte nur mal kurz in die Kamera halten. Das hier ist übrigens das Teil, was ich vorhin erwähnte. Das hier, mal weg damit. Hier unten diese hier. Das sind diese Plate, das sind Hinges hier, Hinge Plates. Und die sind speziell, und das ist immer das, worauf sehr vielen ankommt. Diese Teile werden gerne verbaut bei alten Zügen. Sind die oben drauf und da sind die Stromabnehmer dran festgemacht. Okay. Und bei manchen Star Wars Schiffen sind die an der Seite dran, an den Flügeln, und da werden Kanonen dran befestigt zum Beispiel. Weil man da sowas reinklippen kann, ne? Ganz genau. Und solche Teile sind dann auch wieder relativ teuer, weil sie selten verbaut werden. Und sie werden von erwachsenen Sammlern meistens benutzt, um alte Modelle zu vervollständigen. Und also dadurch wird der Preis wieder gedrückt. Findet man nicht so in den großen Massenkisten, ne? Das ganz genau. Immer so auf Flohmärkten, ne? Da gibt's dann so die Kiste Lego. Das übliche, gell? Hier nimmer 10 Kilo und so weiter geht. Da sind aber halt leider selten, also jetzt kann noch mal ein Schatz drin sein, ja. Aber normalerweise sind das so Standardteile. Und dann sowas findest du nicht, weil die hauptsächlich bei teuren Zügen und bei teuren Star Wars Sets verbaut worden sind, die selten in so einer Kruschelkiste landen. Und das ist dann das Thema. Und dann sieht man so ein Mülllaster und dann ist bei einem 20-Euro-Set sind 4 Stück davon dabei und dann freut sich die Community, weil die dann endlich mal wieder auffüllen können und der Preis fällt. Ja, so setze ich das so ein bisschen zusammen. Aber jetzt haben wir hier immer so zwei und die können wir jetzt, wie gesagt, in der Stadt fahren lassen. Man kann sie auf eine Straße setzen, man schiebt seine Stationen dazu und dann hat man gleich eine Stadt. Klar, auch eine Feuerwehrstation muss ja irgendwann mal den Die muss auch, den, hier vorne steht doch die ja, hier ist doch die Recycling-Tonne. Und die muss dann abgeholt werden und die würde vielleicht auch da oben gescheit reinpassen bei der, in das Ding. Und dann hat man das genauso wie die Polizei, die ich da drüben stehen habe, die hat keine Mülltonne und nichts dabei. Der hat immer einen Briefkasten. Ja, das ist auch nicht schlecht. Da muss dann die Post vorbeikommen. Die wir auch nicht haben bei Lego. Ah. Aber wir haben nichts, es ist wirklich nichts da. Das hat was mit einer Lizenz zu tun. Die bräuchten die DHL-Lizenz wahrscheinlich. Dann Post, irgendwas, keine Ahnung. Oder Deutsche Post. Richtig, die Deutsche Post-Lizenz und das gehen sie nicht. Und ohne Lizenz trauen sie sich nicht mehr. Leider. Das ist so Polizei ist ja quasi Allgemeingut. Das, genau, ja, wie auch die Feuerwehr, das geht immer. Alles andere müssen sie. Vielleicht brauchen sie hier jetzt mal eine Mercedes oder MAN oder wer auch immer gerade die großen Mülllaster baut. Aber guck mal, ich habe hier hinten auch, das ist wichtig, dass man sich hier draufstellen und festhalten kann hinten. Das hast du bei deiner auch nicht. Nee, aber das ist vielleicht in Amerika dann auch nicht so. Aber die stellen sich da auch draußen. Das haben die weggelassen, oder? Die haben doch auch irgendwas, da ist auch mal einer dabei. Das kenne ich doch von denen. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Geht doch. Man hängt sie einfach an die Werkzeuge ran und dann. Das ist verkehrssicher übrigens, Kinder, so. Das empfehle ich euch. Geht so. Doch. So könnt ihr das machen. Also mal ganz kurz, falls ihr auf gebraucht unterwegs seid, ihr könnt auch natürlich, was ist das, die 4432?
4429. Muss man gucken. Verlinke ich euch aber auch noch. Das ist noch das ein Müllauto, was dazwischen gab. Das ist ein grünes. Ich habe jetzt mal die 2 genommen, also 60118. Ich würde euch aber tatsächlich eher die 7991 empfehlen. Guck mal, ganz wichtig ist ja eine amerikanische Müllabfuhr. Mütze. Wir müssen das Käppi noch rückwärts tragen. Sehr sportlich. Und dann sind die natürlich hier. Die machen ja nicht, die fahren ja nicht nur mit, die machen Human Flag. Okay, Human, kannst du eine Human Flag? Nein. Es ist, ich habe das irgendwie damals, als ich noch im Fitnessstudio war und irgendwie noch in meinen 20ern. Das konntest du? Nein. Ich habe es immer versucht und ich habe mir gedacht, wie cool ist das? Aber ich habe festgestellt, mit 2 Metern ist das schwieriger. Weil der Hebel wird immer länger. Das stimmt. Ja. Und keine Chance. So, zum anderen Sportprogramm, das kann ich jetzt noch kurz erzählen, bevor wir im Video durch sind. Ja. Weil du gesagt hast, ich mache jeden Tag Sport. Also, Punkt ist der, ich habe mir eine persönliche Challenge gestellt. Ich möchte das erste Mal in meinem Leben bis Ende März 10 Klimmzüge schaffen. Okay. Habe ich noch nie geschafft. Also ich bin so, also jetzt habe ich schon relativ viel trainiert. Dadurch ist es eher schlechter geworden. Weil mehr Gewicht? Mehr Gewicht und zum Teil wahrscheinlich auch überlastete Muskulatur. Ach so. Kommt das noch? Ja. Also ich sag mal, Eingang war 2. 2 Klimmzüge habe ich geschafft. Okay. Und 10 sollen es werden. Okay, und bist du auf einem guten Weg schon? Naja, also ich trainiere viel dafür. Das ist Punkt 1. Also es ist ja richtig Krafttraining, ne? Kraftgewichtstraining. Und Punkt 2 ist, ich muss mich speziell dafür ernähren, weil ich ansonsten, wenn ich jetzt mit viel Gewichten trainiere, würde ich abnehmen, weil ich mehr Kalorien verbrenne, als ich zu mir nehme. Und deswegen muss ich mich momentan mit der Ernährung im täglichen Kalorienüberschuss bewegen. Okay, damit du einen Überschuss hast, den du verwerten kannst Richtung Muskelaufbau. Genau. Und da sagt jetzt der ein oder andere, das Problem möchte ich auch mal haben. Ne? Ja? Aber ich habe nicht gedacht, dass das so anstrengend sein kann, weil du musst dann tatsächlich zu bestimmten, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt abends zum Training gehe, nachdem wir im Studio fertig sind, trainiere ich dann von 8:30 bis 9:30 oder von 8 bis 10 und dann kriege ich so eine halbe Banane und dann kriege ich so einen Eiweißshake und dann muss ich eine Stunde nach dem Training, also um 11 Uhr abends, noch ein Lachssteak mit Kartoffeln und Gemüse essen. Okay, ja, gut, wo du denkst so, oh, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ja gut, aber du musst natürlich, klar, sonst geht es nicht. Aber ist es nicht, dass du im Futter bist, irgendwie im Training gerade hilfreich? Oder hast du jetzt die Muskeln in die falsche Richtung trainiert, dass du, wenn du im Training bist, eine Schwierigkeit hast? Ich bin ja auch nicht klein mit 1,90. Ne? Und ich war schon immer sehr viel stärker in den Beinen als im Oberkörper. Gleich, ja. Und ist bei mir ja auch lange Arme und Hebel. Ja. Und dementsprechend, ich brauche viel mehr Kraft und Muskulatur in den Schultern. Ja. Rücken, Latissimus. Und natürlich eben auch Trizeps, Bizeps und hier Armbeugermuskeln. Ne? Also machen wir kurz alles Wichtige, was man braucht, um sich darauf zu zahlen. Genau. Also, und pass auf, aber ich sage, wenn das mit den 10 Klimmzügen nicht klappt, ne, bin natürlich der nächste Sommer kommt bestimmt. Ne? Also. Ich weiß. Wir haben immer mehr weibliche Zuschauer jetzt bei mir im Kanal. Ich sehe das ganz genau. Ich habe ja noch so ein paar alte Speedos im Schrank, die ich lange nicht getragen habe. Ich komme dich im Sommer besuchen. Ich gucke mir das an. Auf jeden Fall. Ich kann nicht garantieren, dass es Fotos davon auf meinem Instagram gibt. Ja, deswegen komme ich dich besuchen. Dann sehe ich es live. Dann kann da gar nichts schief gehen. Aber auf jeden Fall, Kai, war es mir eine große Freude, dass du mir den Spaß mitgemacht hast, um einen kleinen Müllerstar aufzubauen. Danke. Also vielen Dank. Es hat Riesenspaß gemacht. Und das freut mich sehr. Ich bin auch froh, dass wir zumindest auch für die Lego-Community da nochmal hier, der so leicht zurückgebeugt mit einem Käppchen drum, rum, das ist sehr gut. Amerikanisch, ne? Aber ich würde wirklich sagen, also Kaufempfehlung für die 7991, auch wenn es der kleinere Laster prinzipiell ist, ich finde, er ist durch das durchdachtere Konzept, der hat definitiv technische Mängel. Er sieht aber ganz cool aus, wenn man ihn sich in die Stadt einfach stellt. Kommt jetzt darauf an, wie euer Verwendungszweck ist. Für ein Diorama ist der cool. Wenn ihr ein Kind damit spielen lassen wollt, würde ich definitiv den hier nehmen. Mhm. Oder? Genau. Und vielleicht nochmal erinnern, ne, wenn ihr vielleicht das später eingeschaltet habt, ne? Denkt daran, wenn ihr Bock habt. Ganz wichtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Ehrenpflaume-Logo aus Lego baut und mir dann Fotos davon schickt oder vielleicht am Ende auch das fertige Exponat. Also entweder einfach als Mosaik, ne, so aus kleinen Pixeln oder sonst gerne auch in 3D, wenn ihr was ganz Verrücktes wollt. Also nicht in 3D von mir, sondern von diesem wunderbaren Ehrenpflaume-Logo. Das wäre tatsächlich sehr lustig. Und ihr wisst, Kai ist wie gesagt auch deswegen da, weil wir heute einen Tag zusammen verbringen. Mhm. Und dieses Video wird jetzt am Sonntag gepostet und am nächsten Wochenende kommt auf seinem Kanal, ist natürlich verlinkt unten drunter, klar. Und sobald das Video live ist, verlinke ich es auch unter diesem Video, dann unser gemeinsamer Tag, den wir hier verbracht haben. Und das ist sehr schön. Aber das Video ist doch jetzt schon online. Ach so, ja, das ist ja jetzt am Sonntag online, genau. Nee, jetzt. Ist doch jetzt. Ja, es ist jetzt weil natürlich. Jetzt, wenn die Leute uns zuhören, ist es doch schon online. Jetzt online gewesen sein.
Ja, ist doch vorhin gepostet worden, gestern, und vorgestern. Und für die, die das Video erst später sehen, ist das Video auf Kais Kanal auch schon online. Ja, ja, aber das sind die, die es ganz spät sehen, weil sonst ist das Video bei mir auf dem Kanal dann am Samstag. Aber ganz viele werden dein Video sehen, möglicherweise mehr als mein Video, dann sehen sie es und danach kommen sie hier rüber und dann ist das Video doch schon live gewesen, weil sie haben es bei dir doch schon gesehen. Verstehe. Da muss ich jetzt ja quasi meine Kamera sagen. Sag deiner Kamera kurz. Genau. Leute, wenn ihr jetzt zuschaut, ihr habt jetzt quasi das Making-of gesehen, na, dann schaut jetzt auch mal bei Thomas vorbei auf dem Kanal Held der Steine. Denn da seht ihr, wie wir beide zusammen Mülllaster gebaut haben. Wunderbar. Das ist dann das richtige Lego-Aufbauvideo mit ganz vielen zusätzlichen Informationen. Also geht mal rüber, ich verlinke euch das, ne, das Video. Genau, so ist es. Also dann habt ihr das jetzt auch nochmal. Also das ist die Zeitverzerrung. Wir kommen hier vollkommen durcheinander, aber wir kriegen es auf jeden Fall. Kai, ganz nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ganz vielen Dank, es hat mir viel Freude gemacht. Und ich bleib noch ein bisschen. Du bleibst noch ein bisschen und wir haben noch gemeinsam einen schönen Tag. Und euch wünsche ich auch einen. Habt nette Leute um euch und bis bald. Ich schaue mir gleich die neue Werkstatt an.